Einen wunderschönen guten Abend an alle, die eingeschaltet haben. Schön, dass ihr da seid, Leute. Herzlich willkommen. Planet Zoo, Folge Nummer 5, wenn ich mich nicht verzählt habe. Passiert mir ab und zu. Ich glaube aber, das sollte stimmen. Ja, Folge 5 auf jeden Fall. Und wir machen natürlich da weiter, wo wir aufgehört haben. Bei unserem Tierpark. Ich weiß, das heißt Planet Zoo, aber das ist gefühlt mehr wie ein Tierpark. Weil Zoo? Verbinde ich immer so mit Enge. Ne? aber ja, es ist eine Woche her. Wir müssen mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was überhaupt abging. Ich glaube, die Lizards waren das, was wir beim letzten Mal so als großes Highlight in dem Zoo aufgenommen haben. Genau diese, jene Lizards, die Scaly Boys hier. Einer davon müsste auch der gute Fluxo sein. Okay, das ist er nicht, aber irgendeiner davon müsste der gute Fluxo sein. Das hier ist Fluxa. Oh, da liegt ein bisschen. Puh. Na gut. Ihr macht das schon. Wir haben ja auch Leute, die kümmern sich um das Gehege. Die räumen das ein bisschen auf. Guck mal da. Gerade von gesprochen. Guter Mann. Gute Frau. Passt. So. Staff Room Perk None. Kann man dann Perk auswählen? Perk, ja. Aha. Okay. Bring your training date forward. Okay, das ist natürlich not bad. Setting hier. 100 pro Jahr, okay. Das ist vielleicht nicht schlecht, so ein Perk bei den einzelnen Häusern einzubringen. Ich meine, wie sieht es denn finanziell aus momentan? 4000 kommen an Profit gerade rein. Das ist not bad. Das ist Adoptions. Okay, Ticket Sales sind da nicht mal das meiste. Und die Leute beschweren sich über unsere Preise. Okay, das wollte ich mal ganz kurz festhalten. Die Leute beschweren sich darüber, dass wir ja hier preistechnisch so schrecklich aufgestellt sind. Und dann ist es nicht mal hier das, was am meisten Geld einbringt. Und hier ist jede Menge Dreck. Was ist denn los mit den Leuten schon wieder? Okay. Bevor wir uns irgendwie mit einem neuen Gehege beschäftigen, müssen wir uns erstmal um alte Gehege kümmern. So, hier noch einer. Hier noch einer. Hier noch einer. Ihr kriegt die Dinger überall hingepflanzt. I don't fucking care. Ihr seid echt ein paar Leute. Also wirklich. Ich könnte mich da jedes Mal drüber ärgern. Warum müsst ihr denn solche... Arschkrampen sein und den Müll überall hinschmeißen? Ganz ehrlich, spendet doch mal lieber. Komm, schmeiß mal was in die Spendenbox. Ne? Seht ihr? So, immerhin. Immerhin. Wenigstens das können sie. Meine Güte. Boy, was war das? Okay, so. Wenigstens das können sie. Oh, und stimmt, das hier war so das letzte. Das war so unser letztes Projekt hier zum Ende dann, wo wir auch ein bisschen überzogen haben. Shopping-Einrichtung mit ein bisschen Parkanlage. Wo ich hier dann schon überlegt habe, ja, der Teich ist ganz süß. Wo ich überlegt hatte, ob man irgendwas da reinbringen kann an Tieren, aber das wäre nur Tierquälerei, weil das so wenig ist. Wobei ich mir denke, so ein paar Fische müssten doch eigentlich drin sein, oder? So ein paar Fische hier und da. Bisschen Säuberungsanlage, dann sollte das schick sein, aber... Nicht so ganz. Vielleicht ergibt sich da noch was, eventuell auch in einem DLC. Ich gucke jetzt nochmal nach Wasserdekorationspflanzen, die man dort vielleicht unterbringen kann. Oh, die sind ja süß. Die machen wir auch mal. Man kann den Park ja ein bisschen verschönern hier. Man kann ja mal ein bisschen was zusammenstellen. Einfach mal so random reinsprinkeln, ne? Happy little accidents. Was ist das? Ivy Pillar. Oh, die könnte man so an einem... Aha. Ja. Ich könnte sogar den Shop so ein bisschen verschönern. Das finde ich ja gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Das finde ich ja gar nicht mal so kacke. Steine, Pflanzen. Wo sind denn hier Wasserpflanzen? Warte mal, kann ich das ganze Brett hier ein bisschen anheben? Ja. Okay, die Wasserlinien. Ich war schon drauf. Ich hatte sie schon in der Hand und bin dann davon abgekommen. Warum, weiß ich auch nicht genau. Aber wir werden sie jetzt nochmal finden. Genau, währenddessen, Geschäft läuft weiter. Tiere haben Kinder. Leute bezahlen Geld. Das ist alles vollkommen okay. Denn wir brauchen die Kohle, ja, um ein neues Tier uns zu besch...
um uns neue Tiere kaufen zu können. Da sind sie doch. Okay. Okay, ja gut, die sind ein bisschen riesig, ne? Die sind ein bisschen arg riesig. Nee, das ist klein. Das ist auch klein. Warte mal. Hold up. So, wir nehmen die erstmal. Ich weiß, sieht noch ein bisschen wüst aus. Aber das haben wir sofort gefixt hier. Sondern genau leveln wir das Ganze mal. Und schon bin ich doch damit relativ, zack, zufrieden. So. Genau, und jetzt hier noch so kleine Fische, kleine Frösche. Das wäre nice, das wäre nice. Aber vielleicht gibt es dafür ja irgendwie mal ein DLC. Oder vielleicht ist es in einem DLC mit drin. Gibt ja so einige. Und so, jetzt das hier. Und dann schauen wir mal. Ich werde versuchen, ein neues Tier in das Gehege, in das Gehege, in den Zoo heute wieder mit zu integrieren. Da werden wir gleich mal zusammenschauen, welche es so gibt und welche wir denn dann uns besorgen werden. Alpine Sea Holly. So, ich glaube, das ist so ein bisschen Wasserpflanze. Glaube ich zumindest. genau, dann werden wir das nämlich machen. Props. Jetzt schauen wir mal, was es so an Dekoration gibt. Hell yeah, Baby. Gib mir die Löwenstatue. Oder eine Krokodilstatue? Oh, Chinese Pangolin. Oh, Flamingo. Alles gar nicht so bad. Ich glaube, wir müssen Dekoration ausbauen. Wir schauen mal beim Zoo rein. Vet Research? Nein, wir wollen die Mechanic Research. Er researcht gerade. Ja, was researcht er? Ah, Power. Ich meine, Power ist auch nicht schlecht. Classic Theme Scenery. Müssen wir uns vielleicht doch nochmal einen Mechanic mehr ranholen? Ich meine, wir haben ja die Kohle. Das machen wir hier, das Ganze. Den droppen wir einfach mal hier so auf den Weg. Wir sind mal nicht ganz so fies. Dann sagen wir ihm, yo, deine Workzone. Mach ganz, ganz, Junge. So. Und dann macht er erstmal ganz, ganz, denn wenn wir ihn aus der Research rausnehmen, dass er nämlich weiß, was er zu tun hat. It's about your inbreed. Was lese ich da? Inbreed? Nein, 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 nein. So, weg mit dir. Das wollen wir hier nicht. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Warum tut ihr das? Macht das bitte mal nicht. Wie viele haben wir hier eigentlich schon? Einige. Da hatten wir doch eigentlich auch erst hier. Genau, wir hatten jetzt sie hier am Start. Hui Qing. Sie war neu. Und sie soll dann Kinder noch bekommen. Und dann können wir eigentlich. Warte mal. Parents. Unknown. Okay, Siblings. You und Ye sind Siblings. Das ist bad. Also, die werden wir mal gleich rauskanten. Klingt dramatischer, als es ist. Wir werden sie natürlich in die Freiheit entlassen. So, Release Animal to Wild. Denn das gibt uns eine Menge von den Release-Punkten. Also hier von diesen Naturpunkten. Die wir brauchen, um uns dann auch wirklich. So, den auch bitte. Release Animal to Wild. Genau. Damit wir uns Tiere kaufen können. Denn hier Animal Trading, Reset All Filters. Wir können ja mal nach einem Pangolin, Chinese Pangolin suchen. Ach, die sind ja sehr erschwinglich. Die sind ja sehr erschwinglich. So. Genau, und die gute Alefina hat mich nämlich gefragt, was wir denn so an Tieren eigentlich haben können. Oh, das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Jetzt wollen wir mal zusammen schauen, was wir uns vielleicht als nächstes so gönnen. So ein Pangolin würde ich. Ja, hätte ich Bock drauf, muss ich sagen. Die würde ich sehr gerne im Zoo mit aufnehmen. Die sind auch irgendwie süß. Ein Aardvark. Okay, Elefanten sind richtig teuer, die können wir uns noch nicht leisten. African Wild Dog, die haben wir schon. Okay, Käfer. Wir können vielleicht auch so ein Käfer-Schlangenhaus einrichten. Das wäre vielleicht auch was. Kamele, Tapir, bengalische Tiger. Da können wir mal kurz gucken, was die kosten. Ja, also wenn wir noch ein bisschen was an Punkten sparen, können wir uns da, denke ich, ein paar gute Exemplare holen. Wenn wir so bei 2000 sind, dass wir so 900 pro Tier ausgeben können. Oder könnten wir uns zum Beispiel Tiger holen. Ne? Ist aber was, stellen wir ein bisschen hinten an. Denn die Punkte ranzukriegen, nicht so einfach. Boa Constrictor. Die guten Danger Noodles, von denen es einige hier gibt. Spinnen überspringen wir. Cheetahs. Wollen wir uns so einen Sammy hier in den Zoo holen?
Das wäre ja eigentlich eine ganz coole Nummer. Was kosten die denn? Oh, Junge. Okay. Ähnliche Preisklasse wie die Tiger. Dann würde ich wahrscheinlich eher mal einen Cheetah ranholen, bevor wir uns einen Löwen reinholen. Aber ja, auch im Hinterkopf behalten. Kapuzineräffchen. Auch oh, die sind süß. Die sind süß. VIP. Many guests think it's overpriced. Sag mal, seid ihr eigentlich bescheuert oder was? Machen wir jetzt 19. So. Machen wir 19. Ah, okay. Active Campaigns, Marketing Campaign. Wo habe ich das eingestellt? Man weiß es nicht. View Report, Cleanliness. Habitat 4. Habitat 4, nur 4? Na gut. Education. Ja, ich muss mal was für die Education tun. Der gute Blendex am Start. Ja, nice. Haha, coole Nummer. Gleich mal ein High Five geben. Genau, also die Leute beschweren sich. Total Profit 23.000 ist gerade der Profit? Was ist denn da los? Alter, Stonks. Leute, Stonks. Okay, wir machen mal kurz Pause. Ich muss mal kurz das hier noch ein bisschen verrücken. So, wir machen kurz Pause. Mein Handy ein bisschen verrücken, weil es ist immer so ein bisschen im Weg da vor der Pausetaste. Genau, Kapuzineräffchen. Alephine, meine Liebe, schaust du gerade zu? Ach, da waren sie. Monkey. Die sind sogar. Ja, gut erschwinglich. Okay, die Werte sind absolut low. Die sind mehr als nur low. Die sind ziemlich. Oh boy. 20 Jahre, so alt sind die. Können die überhaupt noch Kinder kriegen? Fertility ist low. Das müssen wir mal im Auge behalten. Das müssen wir mal im Auge behalten und uns vielleicht wenigstens ein fruchtbares Weibchen ranholen, weil 50%. Animal Storage. Können wir dich? Wir können sie freilassen. Wir können dann unseren ersten roten Panda freilassen, dass er die letzten Jahre auch draußen noch verbringt. Trade. Trade. Trade Price. I guess. I guess. Genau, da haben wir einen Lemur. Da können wir auch mal nachschauen. Ringtail Lemur. Da bräuchte man ein Weibchen. Das sind irgendwie nur Männchen. Ich weiß nicht, was da los ist. Oh, never mind. I'm an idiot. Ah. Ha, da ist mein Weibchen. Aha. Gekauft. Jetzt ist das noch ein zweites. Okay, komm. King Julian kriegt hier seine Truppe an den Start. Ja, der Rest sind nur Männchen. Also Männchen, so 90%, das ist ein bisschen schwierig. Und vielleicht bauen wir dann das auch heute aus hier. Andernfalls könnte man sich überlegen, ihr lieben Leute. Medium. Large Planet Zoo Exhibit. Und da können wir dann bestimmt Schlangen und sowas drin hausen lassen. Wobei, wenn ich darüber nachdenke, wir haben ja jetzt noch einen Mechanic, den wir noch nirgendwo eingesetzt haben. Big Brain. Kann ich den. Wie mache ich denn das jetzt? Kann ich den trainieren gehen? Ja. Training. Not be refunded. Okay, er trainiert. Und dann haben wir. Vielleicht lassen wir erstmal bei zwei Leuten Training durchlaufen. Damit die dann noch besser researchen. Das heißt, wir lassen die Oma weiterlaufen. Sobald die ihr Training durchhaben, Training scheduled, werden wir gucken, dass wir einen davon einsetzen zum Researchen. Und dann gucken wir mal. New World Theme. Jetzt wissen wir natürlich nicht. Denn so dieses große Gehege, das ist mir noch nicht groß genug. Ich hätte gerne so ein Schlangenhaus, so ein richtiges. Shelters and Climbing, da wird es nicht dabei sein. Wir stecken halt noch nicht so drin in der Materie. Deswegen ist has matured, einer ist erwachsen geworden. Deswegen müssen wir mal gucken, das haben wir alles. Wo das wahrscheinlich mit drin ist. Ich kann mir vorstellen, beim Classic-Theme auf jeden Fall, dass dann hier sowas dabei ist. So ein Schlangenhaus, was halt ein bisschen größer ist. Oh, guck mal. Können mal kurz rankommen, rangehen. Camera Effect, Camera Light. Ich meine, die Zeit muss auch sein, ne? Man muss das Spiel ja auch ein bisschen hier. Man muss die Tiere ja auch genießen können. Nicht wahr?
und die sind schon super süß. Die sind schon super süß, das kann man nicht anders sagen. Oh, gab's gerade Essen? Ich glaube. Ah. Super süß. Also die sind wirklich, die sind super süß. So. Jetzt lassen wir euch mal in Ruhe fressen. Enrichment. Food Enrichment könnte es noch geben. Okay. Was sagen sie denn zum Gehege? Ist das soweit in Ordnung? 400 Quadratmeter? Ja, das ist gut, das ist gut. Terrain Setup is inappropriate for this animal. Achso, wegen der Erde hier. Okay. Mehr langes Gras. Und mehr Erde. Das müsste... Okay. Schwierig. Schwierig. Ich würde gucken, dass wir einfach noch ein bisschen Food Enrichment hier reinkriegen. Dass das quasi abgedeckt ist. Dass sich da keiner mehr beschweren kann. Und die hießen jetzt Red Panda. Genau. Gehen wir mal auf Enrichment. Und wir haben das eigentlich schon. Oder? Wir haben das Ding hier schon. Stell einfach noch eins hin. Es kann ja nicht schaden, noch eins aufzustellen. So. Und vielleicht dann so eine. Ach nee, die ist riesig. Die ist. Oh boy. Okay. Das ist vielleicht auch so eine Nummer. Jo, Fluxer, mein Guter. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, mein Junge. What up? Büsche, Bäume, Red Pandas gehen ab. Ich überlege auch gerade, ob wir uns vielleicht heute zur Aufgabe machen, denen mal ein neues Gehege zu liefern. Wie geht's den Monstern? Guck mal, wie süß die sind. Achso, du meinst die anderen. Warte mal. Wir können mal gucken, wie es dem Fluxer geht. Moment. Okay. Da ist ein Scaly Boy schon am... Oh, hallo Sammy. Am rumwuseln. Die sind schon süß. So, warte mal. So, und jetzt suchen wir uns mal den Fluxer. Sammy, nicht auf die Tastatur, mein Süßer. Nehmen wir mal ein bisschen beiseite. So, Animals. Wo ist denn der gute Fluxer? Da ist er. Und ich würde sagen, Fluxer geht's eigentlich gut soweit. Fluxer geht es gut soweit. Na, geht's dir auch gut? Mhm. Ah, look at this dude. Das sind schöne Tiere. Ich muss sagen, das ist ein wirklich schönes Spiel. Bin so froh, dass ich das dann doch mal gekauft habe. Macht wirklich großen Spaß. Also jeder, der Bock auf Zoo und Tiere hat, kann ich das hier nur wärmstens empfehlen. Jeder, der Bock auf Tiere hat, muss ja nicht mal Zoo sein. Einfach Sandbox und Haufen Tiere. Jetzt rennt er aber, wo er denn hin? Sprinkleranlage während des Regens. Geil. Sehr, sehr gut. Sammy schuppert sich am Mikrofon. Ja, miaust du in das Mikrofon, mein Süßer? Schmiss deine Sabber ab und die Haare. Oh ja. So, also der will richtig schöne, nasse Action hier heute haben. Jetzt weißt du vor Ort, da wurde fahren. Hallo, Anne, mein Guter. Ja, ne, das war jetzt ein schönes Bad und jetzt legt er sich erstmal hin. Erstmal hier. Ganz entspannt. Ja, genau, mach dich mal lang. Brauchst mehr Pommesbuden für die Matchdongs. Oh, er schläft. Hat er die Augen noch geschlossen? Ja. Süß. Okay, na dann schlaf mal. Hier kommt seine Frau, nehme ich an. Ja. Alina. Ganz entspannt Stream schauen, pennen gehen. Ist wirklich gut live hier. Species Food Enrichment. Oh, ich müsste mal die Ärzte darauf ansetzen, dass die mehr über den guten Flux an seine Familie erfahren. Oh, haben wir schon. Sind wir ja schon dabei hier, Mensch. Und nebenbei natürlich Krankheiten weiter researchen. Oh, jetzt kommt hier aber die ganze Familie. Warum habe ich bitte nur 2 Sterne? Du hast nur 2 Sterne, weil... deine Genetics, die Size, ja, das ist alles nicht so... Ist noch nicht so am Stillsinn. Das ist... Ich meine, wir... Der Fluxer wurde ja hart eingekauft, muss man sagen. Und, ja, so viele Punkte waren dem nicht am Start. Hier sind die Genetics besser. Nee, du bist nicht schuld. Du bist nicht schuld. Aber vielleicht wird Fluxer
einen Sohn zur Welt bringen, der dann einfach mal drei oder mehr Sterne hat. Und das könnte ja dann Fluxer Junior sein. Gib dir mal mehr Mühe mit mir. Nee, nee, also der Zug ist abgefahren. Die zwei Sterne bleiben. Da kann ich ehrlich gesagt machen, was ich will. Das wird nämlich über die Genetics bestimmt. Und da muss man mal gucken, was der gute Fluxer denn schon so für Offspring hatte. Und der war fleißig, der gute Fluxer. Sechs Kinder zur Welt gebracht. Die keinen Stern haben? Wieso haben die keinen Stern? Oder kriegen die ersten Stern, wenn sie älter sind? Weil die Genetics sind besser als beim Fluxer. Parents, Fluxer und Alena. Ja, gut. Okay, dein Sohn hat noch keine Sterne. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich dächte, das läuft einfach nur über. Was ist denn das hier? CBC Genetic. Was? Genetic Identity? Okay. Das lassen wir erstmal so stehen. Fluxer war fleißig. Sechs Kinder, wie gesagt. Und hat keiner von denen. Oh, doch der. Roshan. Hat Roshan einen Stern? Warte mal. Wurde ich das bestimmt? Ich bin ein bisschen lost hier. Keine Sterne. Aber Animal Appeal 2100. Schon mal gut. Sie hat 2100 Animal Appeal. Nee, warte mal. Das ist auch eins der Kinder. Goldrahmen, aber. Muss ich die raten lassen irgendwo? Gibt es vielleicht so Tier-Raider? Warte mal, Exhibit Trading. Oh, Spinnen, bloß nicht. Warte mal, Education. Facilities. Finances. Ja, Flow ist da, aber gerade ein bisschen low. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir werden uns schon irgendwann mal. Das wird bestimmt noch irgendwann. Das wird schon. Vielleicht müssen die auch erst älter werden, damit sie Sterne kriegen. Lassen wir mal so stehen. So. Jetzt die große Frage. Leute. Was machen wir, Leute? Und zwar, was machen wir heute im Sinne von. Ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir könnten das Red Panda Gehege neu bauen. Dass sie mal ein schickeres kriegen. Ich meine, wir haben es ja herangetastet. Ich würde jetzt auch hier so ähnlich wie bei den Lamas was Schöneres einfach bauen. Ja? Oder sagen wir werden jetzt die Lemuren introducen, wir werden für die ein Gehege bauen. Oder machen wir was ganz anderes und kaufen ein neues Tier? Ich meine, Kohle ist gerade am Start. Wenn es Punkte sind, sind wir raus aus der Nummer, weil wir sparen für die Cheetahs. Aber wenn es Geld ist, sind wir sowas von am Start. Bad Research is complete. Sehr gut. Achso, genau, warte mal, wir wollten ja für den Flux. Eins nach dem anderen. Oh, diese Spiele, bei denen man sich sofort überschlägt mit dem, was man machen wollte. es tut mir leid, ich bin ein wenig. So. Ich lasse mich gerne ablenken. So, Food Enrichment. Frozen Blood Pumpkin. Da steht ein Flux da drauf. Das habe ich im. Das fühle ich. Blood Scent Enrichment. Sure, why not? Rubbing Pad. Oh, das ist ja süß. Warte mal. Das stellen wir mal. Das stellen wir mal hier so auf. Hier so. Zzz. Nee, warte mal, machen wir das vielleicht ein bisschen. Mal hier. Hier. Ah, schon wieder Inbreeding hier. Was ist denn da los? Nein, 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 nein. Du willst, vergiss es. Nein, 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 nein. Weg, weg mit dir. Das gibt's hier nicht. Oh, apropos, warte mal, wir haben ja hier die Jungen. Und wollten wir die nicht alle verkaufen? Das war doch immer die Nummer mit den Seuchen, die wir ewig nicht wegbekommen haben. Warte mal. Halt, stopp. Halt, stopp. Release Animal to Wild. Genau. Das sind ja die, glaube ich, alle so mit den Seuchen befangen waren. Weil ich jetzt nicht verstehe, haben die schon wieder Kinder bekommen, weil wir kurz mal nicht hingeschaut haben, während wir andere Dinge gebaut haben? Oh, Junge. Ich meine hier. Ganz kurz mal, bezüglich Sterne. Fast voll alles, gut voll, alles grün. Genetics voll im Arsch, außer die Größe. Es ist ein Big Boy, aber. Ja, gut. Die Verwirrung bleibt weiterhin bestehen. Aber was soll's? So ist das Leben. Release Animal to Wild. Alle releasen. Alles viel zu viel hier. So. Und jetzt würde ich gerne mal gucken. Guck mal, dich können wir auch releasen.
Komm, ab in die Wildnis, meine gute Mahika. Und dann schauen wir mal. Animals. Ja. Move. Einmal hier rüber. Danke. Jetzt machen wir das gleich nochmal. Move. Und einmal hier rüber. So, dann werden nämlich alle Tiere auch da landen, wo sie dann hin sollen. Das da hinten war ja so ein bisschen die Quarantänezone. So, wie geht es euch denn? Es ist genug Fläche, ihr hättet gern mehr kurzes Gras. Sure, I guess. Das können wir schnell mal machen. Wenn man das, wir wollen ja, dass es den Tieren gut geht, so ist ja nicht. So, cool, ja. Oh, wait, das ist zu viel. Bin ich doof? Ich habe die Tabelle falsch gelesen. Ha! Ah, okay, langes Gras. Never mind. Oder ist es unterschiedlich? Nee, ist gleich. Das war langes Gras. Kurzes Gras war zu viel. So. Da kannst du wieder in Realtime sehen. So. Schon sind wir gut aufgestellt. Aber jetzt würde ich gerne mal wissen, bei dem sind die Genetics not bad und der ist so froh. Warum kann man das nicht? Ha. Egal. Es geht den Tieren gut, das ist die Hauptsache. Star Rating. Whatever. So, Blendex haben wir die Hand geschüttelt. Und dann würde ich einfach mal sagen, fangen wir mal an. Halt, Researching. So. So, eine Krankheit schon mal wieder erforscht. Setzen wir jetzt die beiden darauf an. Mechanic Research. Zeig mal, wie läuft denn das? Das läuft gar nicht so bad. Du bist jetzt 2 Sterne und ich will dich mal bei den Classic Themes haben. Genau, dann hoffe ich nämlich auf ein großes Gehege für sowas wie Schlangen. Alles außer Spinnen. Ich will keine Spinnen hier im Zoo. Bin ich ehrlich? Hab ich keinen Bock drauf. Diese Mistviecher. Genau, wenn das hier durch ist. Weil das sieht so danach aus. Das sieht aus wie so ein Gehege für diese Tiere, aber in schick. Also in schicker als das, was wir haben. Wenn wir nämlich ganz kurz mal gucken. Bei uns ist halt das irgendwie so ein. Ja, das ist für die. Es ist so ein Standardbrett. Und dann würde ich nämlich gucken, wahrscheinlich den Park hier noch er pa Park, der Tierpark, der Park im Tierpark, ne, man kennt das. Offspring. Würde ich nämlich gucken, dass wir da dann diese Tiere, diese Ausstellungsgehege unterbringen. Und die, ja, halt, ganz natürlich, wisst ihr, dass sie jetzt nicht hier irgendwo am Rand stehen zwischen den Gehegen, sondern hier in der Mitte des Parks möchte ich die gerne einbauen. Ich würde wahrscheinlich hier remodeln, den umsetzen, hier noch einen Pfad dran machen und das alles ein bisschen schicker einfach. Wisst ihr, wie ich meine? Ein bisschen schicker. So, jetzt gucken wir mal Pfade. Den hier wollten wir. Genau, dann erinnern wir uns. Ich habe das Ganze mit dem. Warte mal, wollen wir da lang wieder? Könnte irgendwann dann da drüben aufschließen. Das könnte man ja mal machen. Theoretisch. Theoretisch. Und wo wir dann Gehege haben? Nee. Von da bis da hoch? Kann man hier noch Facilities für den Staff mit einbauen? Das wäre not bad. So. Dann können wir das hier nochmal an dem Gehege lang führen. Ist auch gar nicht so doof. Und dann haben wir jetzt eine neue Intersection. Ja, doch, 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 doch. Das ist. Oh, als allererstes müssen wir natürlich. Many guests think. $19. Der Zug kostet $19. Okay, calm down. Trotzdem, egal. I don't care. I don't care, guys. Ihr bezahlt das jetzt. Ihr bezahlt das. This zoo feels pretty small. Naja, gut, okay. Ja, jein. Wird noch, wird noch. Aber ich meine, ihr habt hier jetzt 5 Tierarten in wunderschönen großen Gehegen. Es sind Red Pandas dabei, okay. Ihr lauft durch ein Lama-Gehege und da sind Red Pandas. Also wenn das keine $19 wert ist, ja, dann weiß ich auch nicht weiter.
Dann sorry, dann seid ihr vielleicht einfach lost. Huch, den muss ich umstellen. Ne, also, das, also, ne? Ich bitte euch. Ich bitte euch. Ein Lama-Gehege, was man begehen kann. Du kannst sie streicheln, okay? Und Red Pandas, die sind zum Glück klausicher, aber du kannst sie hautnah erleben. Hier, schau dir das an. Es läuft durch die Menschen hindurch. Sehr gut. Ja, wie geht's den Lamas eigentlich? Da haben wir auch schon lange nicht mehr vorbeigeschaut. Food Enrichment fehlt? Hatte die eigentlich ein Kind? Wird schwer bei zwei Männchen. Okay, wait a minute. Ich dachte, ich hätte ein Männchen und ein Weibchen gekauft. Ja, dann, alles gut, würde ich sagen. Da kann ich ja dann auch keinen Offspring erwarten. Immunity. Oh, die kosten aber alle. Kostet alles kein Geld, ist alles nur mit Punkten zu holen. Ja, komm. So. Ja, aber generell, sag mir mal, was ist denn hier Environment? Was ist denn so deine Phase? Du hättest gern mehr langes Gras. Und dafür weniger von dem Shortgrass. Können wir machen? Kein Problem. Kann ich doch behilflich sein mit. Und zwar am besten so, dass es. Zack. Nichts der anderen Dinger überschreibt, denn da sind wir ganz gut aufgestellt. So, einmal hier Gras. Und dann sehen wir, dass es jetzt immer noch nicht genug ist. Well, fair enough, I guess. Das ist okay, kriegen wir hin. Mehr langes Gras? Sure. Du sollst all das lange Gras bekommen, was du willst. Von mir aus auch hier oben. Fällt nicht auf. So. Und dann sind wir in einem guten Bereich. Ey, also, die Nachricht triggert mich, okay? Die Nachricht. Weiß ich nicht. Das macht mich ein bisschen wuschig. Macht mich ein wenig wuschig. So, jetzt gib mir mal hier die Lamas. Wait, that's all. Das ist das einzige Food Enrichment, was wir machen können. Und es steht hier sogar schon. Ha! Sufficient Food Enrichment. Soll dann vielleicht mehr researchen. Vet Research. Lamas. Ist auch nur auf Level 1 gewesen. Ja gut, das ist natürlich. Well, that's bad. Aber der eine ist gleich durch. Ronnie Starks ist gleich durch. Und dann können wir ihn rüberschieben, damit er die Lamas wieder weiter erforschen kann. Red Pandas müssen wir auch mal erforschen, bevor wir ein neues Gehege bauen. Na komm. You got this! Sehr gut. Und einmal rüber. So, dann ist der mit den Cowpox-Virus auch gleich durch. Mit dem Cowpox-Virus. Alter, gibt es viel Seuchen hier. Hepatitis A. MRSA, Tetanus. Puh, das muss wirklich alles erforscht werden. Einfach nur, dass die Tiere nicht so. Dass die Tiere schneller geheilt werden können, wenn irgendwas ist. Weil die tun mir auch immer leid bei der ganzen Nummer. Ey, nice. Power ist upgraded worden. Classic Theme halb durch. Kann ich den mit hier drauf ansetzen? Nee, kann ich nicht. Das wird dann übernommen. Okay, mach mal Power zu Ende. So, und jetzt gucken wir mal. Oh, nee, das war Facilities. Wir haben jetzt eine Windturbine. Und die Windturbine macht Dinge. Ja, sie erzeugt Strom, aber der Transformer wäre sonst das, was wir stattdessen haben. Jetzt müssen wir mal gucken. Also, das ist ein Transformer. Hier in den Running Cost $270. Was hätte denn jetzt so ein Teil? Conservation Friendly Wind Turbine. Operational. Weil dann, ganz ehrlich, einfach mal demolish.
Den noch ein bisschen. Ja, die Range ist ein bisschen kleiner, sehe ich gerade. Müssen wir also. Obstructed. So. Müssen wir uns echt mal mit auseinandersetzen. Das hier ist es auch so ein Transformer. Na gut, okay, dann würde ich sagen, verkaufen wir die einfach. Ja, da gibt es jetzt kurz mal eine Meldung. Ey, yo, Keule, wir brauchen Strom. Was soll der ganze Müll hier? Aber das ist okay, das ist okay. Wir bauen das ja jetzt schnell auf hier. So, wir machen hier rein wieder mal eine Windturbine. Dann kommt einfach hier eine daneben. Scheinbar nicht auf demselben Quadranten, weil warum auch? Wäre ja langweilig. Wäre ja langweilig. Dann haben wir hier jetzt auch noch eine. Und dann sind wir wieder gut aufgestellt. Dann passt das alles. Offspring! Yes! Was haben wir denn gerade? 16. November. Ja, heute ist sie. Heute kriegt sie ihr Kind. Gucken wir, ob es da irgendwie was für gibt. Eine Animation oder so. Ich vermute aber fast, das Tier spawnt einfach nur. Es ist einfach plötzlich da. Es ist einfach da. Zwillinge? Oh. Ist ja richtig süß. Okay. Bin Bin und Hong Li. Ja, und so schnell kann man hier Nachwuchs kriegen im Zoo. So schnell kann das hier gehen. So. Jetzt müssen wir die noch connecten. Sonst haben wir nämlich ein Problemchen. Warte mal, wie war das zu drehen? So war das zu drehen. Perfekt. Okay, was haben wir jetzt hier? Du willst nicht? Doch, du willst. Du hast zu wollen. So, und jetzt schauen wir mal. Yearly Running Cost basically zero. Weil wenn das so bleibt, dann sind das jetzt 270 pro Einheit pro Jahr. Und da würde ich behaupten, lohnt sich das? Das Ding hat dann nach was? 9 Jahren das Geld wieder raus, was es gekostet hat als Anschaffung? Und die Jahre vergehen schnell. Wir sind jetzt schon 18 Jahre in diesem Spiel unterwegs. Also so Ingame-Zeit, ja. Wirklich einiges. Alter, ihr mit euren Preisen. The surface is pretty small. Lots of damaged things around here. Lots of damaged things around here? Aber wir haben doch. Ja, Cowpox-Virus, sehr gut. Aber wir haben doch einen Mechanic. Und der Mechanic tut, was ein Mechanic tut. Genau. Mach mal ganz, Junge. Workzones. Mach mal ganz, ganz. Entschuldigung. Edit Workzone. Warte mal, dann bringen wir die jetzt mit ein. Die einzelnen Teile. Ja, dann müssen wir mal schauen, wenn hier jetzt wirklich irgendwie was im Argen ist. Dass wir. Ha. Hätte ich jetzt nicht gedacht. High Workload. Efficient Workload. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Dinge kaputt sind. Aditya has matured. Aha. Ich meine, wir können ja mal gucken. Edit Barrier. Könnte man irgendwo einstellen? Maintenance. Mechanic. Der Mechanic jedes Jahr, dann machen wir das einfach mal auf 9 Monate. Und der Keeper, ja, jede Woche. Und der Vet, alle 3 Monate mal. Also die Tiere sollen hier schon Pflege bekommen, du. So, 9, 3 jeden Monat. Wobei mich wundert, dass der Keeper nur jeden Monat vorbeischaut. Das kommt mir so wenig vor. Also, die Zeitung kommt mir lang vor, es kommt mir wenig, gut, also wenig Kontrolle. Es klingt nach wenig Kontrolle. So. Wenn du jeden Monat, also einmal im Monat, so verstehe ich das jetzt, kommt. Weiß ich nicht. Eigentlich ausbaufähig, würde ich sagen. Bed Research is complete. Achso, Hepatitis A.
Cool, dann Hepatitis A, mal jetzt Tetanus. Oh, das muss immer weitergehen. Das muss ausgebaut werden. Die müssen da jedes Mal eine neue Krankheit nehmen. Und sobald die durch sind, kann man dann anfangen, ne, zu maxen. Dann kann man anfangen, wirklich zu maxen und zu sagen: So, jetzt hier Krankheit XY, bitte mal voll machen. Danke. So, das sollte jetzt helfen, damit der Park besser instand gesetzt wird. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt, von dieser Aussage. Facilities having a significant negative effect on guests. Ah, ja. Okay, na dann, so. Ich weiß jetzt nicht, was an der Windturbine jetzt so schlecht ist, aber. Nö, also gibt's Schlimmeres. Gibt's Schlimmeres. Ich sag mal, wenn da so ein Verbrennungsmotor steht, würde mir das auf den Sack gehen. Nur so eine Turbine. Naja. Maintenance. Jedes Jahr. Ne, machen wir mal auch alle 9 Monate. Machen wir mal auch alle 9 Monate. Oh, sorry. Denn ich möchte einfach, dass nichts irgendwie untergeht. In dem ganzen Gewusel und in der Arbeit, die noch ansteht. Sondern das soll hier schon alles, ne, es soll alles einfach gut laufen. So, Classic Theme, Stage 1, complete. 440 Items. Ja, okay, lass mich doch mal schauen. Dachte ich mir. Eisstatue eines Hippos. Okay. Eine Elefantenstatue? Ein bronzener Dodo. Reward Statues. Planters? Oh, da kann man Pflanzen anbauen. Was ist das? Planter Window. Fontänen? Oh, es gibt Fontänen. Okay, nice, 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 nice. This is what I want. Kann man die auch anstellen oder? Warte mal. Dirt blowing? Falling Blossom. Fountain Jet Large. Ich meine, das können wir hier so hinstellen. Fountain Jet Medium. Ha. Fountain Jet Small. Aber irgendwie, das ist nicht ganz, was ich mir vorgestellt habe. Sure. Ich meine. Okay. Lassen wir so stehen. Running Cost 10 Dollar. I mean, sure. Sieht zwar absolut scheiße aus. Okay, warte mal. Die Fontäne können wir einfach so hinstellen. Weil ich nicht ganz weiß. Color Editor. Schwarz ist schlecht. So, jetzt sieht's nach Wasser aus. Anger Snap Flat-Türme. Hier hinstellen? Einmal Dusche für alle! Llama about to mate. Oh, die sind ja süß. Oh, die kuscheln einfach ein bisschen. Expected Offspring? Ja, der Offspring ja nächstes Jahr. Bleibt mal ganz ruhig. Ein Jahr ist noch. Okay, die Fountain mitten im Weg ist lustig, aber. Nee. Jetzt würde ich gern mal. Haben wir nicht irgendwie was, was so im Strahl schießt, so ein bisschen? Snowblowing. Waterjet. Ja, nee. Das finde ich ist jetzt auch nicht so der Jet. Okay, wir sagen mal Hallo. Can't find accessible. Oh, wir brauchen noch neues. Okay, ja, Steph, Moment, halt, stopp. Ja, Machen wir, können wir, tun wir. Das ist kein Problem. Wir haben Staff Facilities. Wir haben Staff Room Small. Wir haben einen Staff Room. Haben wir den nicht schon in Large? Staff Room Large, genau. Einfach mal so hier. Zack. Und dann läuft es doch.
Jetzt müssen wir nur gucken. Perks. Nein, Perk nicht. Wir müssen den irgendwie in die Gruppe mit einbinden. Warte mal. Jetzt gehen wir auf Zoo. Ständig kommt was dazwischen, ne? Ihr kennt es, Leute. Kennt ihr doch nur zu gut. Edit Workzone. Halt mal am Leben, Junge. So, nimm mal das mit rein. Weil ich nämlich nicht weiß, ob das da mit drin sein muss. So. Jetzt haben wir die Workzone. Kümmere dich mal um die Tiere. Auch mal ganz, Junge. Wird mit reingenommen. Mach mal sauber, Junge. Das ist alles nicht mit in der Workzone. Muss mitgenommen werden. Dann haben wir. Sicherheit geht vor. Dann nehme ich einfach alles mit rein, weil ich mir nicht sicher bin, wie genau das alles läuft. Verkauf mal Dinge, Junge. Oh, die nehmen wir vielleicht doch mal mit rein, die Stores. Aber hier so. Die auch noch. Nimm einfach mit. Nimm einfach mit, es kann ja nicht schaden. Kann nicht schlimm sein. So, was sagen denn eigentlich unsere Verkäufer, die hier so viel Geld einbringen? High Workload. Okay, ich muss also noch Händler einstellen. Verkäufer, Entschuldigung. Eins, zwei, Pause. Drei. So, und dann jetzt mal auf die Leute klicken. Wieso kann ich die? Danke. Employment Workzone. Verkaufen wir mal. Ja, denn was muss? Verkaufen wir Dinge, Junge. Und du hier, du Jesus da oben in der Luft. Ebenfalls. So, und dann hoffe ich, dass die drei Leute. Ich hoffe, die managen das von alleine. Can't find accessible irgendwas. Accessible Research Center with Space. Muss ich noch ein Research Center setzen? Ich meine, ich mach's einfach, I don't care. Aber ich wundere mich, was hat doch bisher alles funktioniert? Workshop. Wofür ist ein Workkeeper hat? Davon wahrscheinlich auch schon mal eine neue mit einbringen, wa? Ich denke, es macht ja Sinn. So, nochmal ein Research Center Small. Research Center Large. Einfach nur weil brauche ich. Researching. Jetzt geht's wieder an die Zonen. Ihr wisst, wie es ist. Ich kann die leider nicht alle anwählen. Bleib mal am Leben. Kümmere dich um die Tiere. Alles mit reinnehmen, denn dann wissen die Leute. Die wissen ja selber am besten, was abgeht. Sauber. Und ich meine, ein Gebäude, mit dem sie nichts zu tun haben, werden sie ja auch nicht benutzen. So denke ich mir das zumindest. Ich hoffe, dass es auch so funktioniert, dass es nicht zu ungewollten Komplikationen führt. Aber ich gehe mal nicht von aus. Ich gehe mal nicht von aus. So. Jetzt also bitte das ganze Brett einmal umsetzen. So. Dann geht ihr da bitte runter. Ich werde die Pfade abreißen. Genau, die Leute, die spawnen einfach. Sehr gut. Ja, hallo, ja, ihr könnt mir winken. Ach, ihr wollt raus. Na klar. Ich nehme den Weg einfach weg und dann löse ich das Problem schon von alleine. I'm stuck. Naja, gut, okay. Alles nicht so wild. Die Leute machen da aus einer Mücke den Elefanten. Alles nicht so wild. So, ihr Lieben, jetzt gucken wir doch nochmal. Waterjet. Da, genau sowas brauchen wir hier. Sowas will ich haben. Zack. So ein bisschen, ne, so ein bisschen Wasser-Action. Das ist aber auch, Alter. Okay, warte mal. Props. Das ist ja jede Menge Stuff. Classic Tap Pillar. Classic Fence. Bicycle Front and Back. Planet Zoo Banner. Mesh Fence. Ist ja Wahnsinn, was es hier alles gibt. Broken Umbrella. Ein Sack gibt's auch. Step Ladder.
Ja, man kann sogar richtig Kunst machen hier, Mensch. 2 Meter Seil. Lichter. Lichter finde ich gut. Lichter finde ich richtig und wichtig. So. Einfach mal ein paar versammeln. Denn ja, die Dinger sehen vielleicht ein bisschen so aus wie Lampen, aber das sind nur Überwachungskameras. Denn ich weiß nicht warum, aber in dem Zoo wird geklaut. Taschendiebstahl. Ganz oben mit dabei bei den Crimes. Vielleicht sogar das Einzige. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Aber vielleicht hilft ja so ein bisschen Beleuchtung. Es ist ja generell schon duster hier, muss man ja mal sagen, du. Sowieso ist die jetzt nicht drinne? No power. Ah, I see. Okay. Na gut. So, jetzt gehen wir nochmal hier rauf. Mechanic Research. Classic Theme. Ja, bitte. Ich würde gerne mal die Items sehen, weil das scheint mir so viel zu sein. Filter. Brand. Nee. Zip. Einmal größer machen. Einmal so ein bisschen durchscrollen. Ja, Objekte, also Gebäude könnten wir komplett selber bauen, aber das ist wie gesagt so ein bisschen Pain in the Ass. Clock Tower, wir könnten einen Clock Tower bauen, das wäre ganz cool. Ja. Du kannst halt einfach deine eigenen gottverdammten Gebäude komplett von Scrap bauen. So, mit allem drum und dran. Das ist wirklich, also in dem Spiel kannst du dich echt verlieren, nur. So, wir stellen hier mal so eine Statue auf. Süß. Classic Weather Vane Cat and Mouse. Okay. Classic Wand. Säulen. Auch immer wichtig. Dächer. Warte mal, gibt es da nicht schon Facilities? Exhibit. Nee, nichts Neues. Noch ein VIP am Start. Nice. Na, wer ist es denn? Kalina, sagen wir mal hallo. Kriegen wir unseren Reward. Noch ein paar Punkte. Bad Research complete. Müsste eine Krankheit sein. Ach so, nee, es sind mehrere Sachen, weil ich nicht. Okay. Lamas werden jetzt weiter erforscht. Food Enrichment haben. Nee, finde ich gut. Stufe 4 machen wir noch. Dann haben wir Food Enrichment soweit, dass ich sage, das passt. Krankheiten, Krankheiten. So, Tetanus haben wir jetzt schon auf Level 2. Jetzt wurde 3 erforscht werden. Scheiß mal drauf. Sondern hier die Krankheiten, die wir noch nicht haben. Dann haben wir noch. Ein paar haben wir dann noch, aber das ist. Wir kommen sehr gut voran. Wir kommen sehr, sehr gut voran mit allem. Power Source inaccessible. Ja, das ist natürlich bad. Das gebe ich zu. Ach so, das ist. Nein, nein. Ich wollte es anwählen. Animal has escaped. Was? Ein Animal ist ra. Wie? Was? Ist doch falscher Alarm. Der chillt doch nur. Weil der. Moment. Moment. Also erstmal, was ist dieser riesige Stab? Und zweitens, lag das daran, waren die zu hoch in der Luft? Hieß es deshalb, ah nee, hier Ausbruch. Die Red Pandas, die wollen durchziehen. Komisch. Okay. Sehr, sehr komisch. Lassen wir uns nicht weiter davon beirren. Wir widmen uns unserem Hirsch. Wunderschön. Wunderschön das Ganze. Wenn wir ihn jetzt noch irgendwie gerade hinstellen könnten, wäre ich sogar ziemlich happy. So. Mit den Fontänen. Okay, nein. Wir nehmen die Fontänen mal raus. Und werden da ein paar kleinere hinstellen. Werden da noch so ein bisschen Buschwerk. Da noch ein bisschen, dass der quasi wirklich im Wald steht. Was haben wir da an Büschen so da? Genau. Genau sowas.
Sowas habe ich mir doch hier vorgestellt. Ist nur ein bisschen Pain in the ass, weil das da so schief ist. Flatten to surface. Achso, können wir nicht, weil Dinge im Weg stehen. Ja, ich meine, es macht ja Sinn. Es macht ja Sinn. So. Jetzt möchte ich bitte aber hier eine kleine Insel, die auch so gerade ist, dass man da... dass man da Dinge gut platzieren kann. Nein? Wollen wir nicht? Schwieriger als gedacht. Ach, wegen dem Wasser wahrscheinlich. Okay. Das ist natürlich immer was. So, flatten to foundation. Kann man hier irgendwie ein Grid sich anzeigen lassen? Nee, ne? So. Einfach, das war das ein bisschen schicker. Also, dass die Dinge einfach gerade stehen, okay? Das ist halt... Das ist dann schon schöner, das Ganze. Wenn man die Tiere auch richtig, oder die Dekoration auch richtig platzieren kann. So. Wirkt doch gleich viel besser. Jetzt möchte ich aber trotzdem noch so eine kleine Fontäne haben. Hier war das. Nein, stopp, Schwachsinn. Special Effects. Und zwar ist das der Water Jet. Riptide Splash Waterfall. Wait, kann ich das? Ach, Waterfall Bottom. Murky Bottom Midsection. Midsection. Aha. Murky Top. Ach so. So baut man sich einen Wasserfall. Ja, das ist nice. Den müssen wir auf jeden Fall uns mal anschauen. Ich würde sagen, bei den Lemuren in der großen Oase, die ich ihn bauen möchte. Hallo da. Hallo Soras, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, mein Guter. Bad Research is complete. Zur fünften Folge von Planet Zoom. Du wirst jetzt mal bitte auch dich um meine Krankheit kümmern. Um welche? Um dich hier. Und, okay. Wir haben gerade gelernt, wie wir Wasserfälle bauen. Okay, nein, wir haben es nicht gelernt, das war übertrieben. Wir haben gesehen, mit welchen Tools wir es machen können, mit welchen wir uns dort heranwagen an die ganze Sache. So, die Lamas kriegen hier noch ein bisschen Spielzeug. Also bestimmt Bock drauf. Was habe ich verpasst? Viel Management eigentlich nur. Wir haben Leute eingestellt, wir haben ein paar von diesen Hütten gebaut, damit der ganze, damit der Staff versorgt ist. Inefficient, warum? Warum inefficient? Capacity, einer von 12. Achso, weil es jetzt zu wenig Leute sind? I guess. Inefficient, Staff Room. Und dann beschweren sie sich aber, weißt du? Egal. Egal. Ich habe lieber zu viel als zu wenig davon. Okay, also verpasst. Management, Leute eingestellt. Wir haben viel Research betrieben. Wir wollen uns jetzt mal ein so Reptilienhaus, es ist kein Haus, ein Reptiliengehege hinsetzen. Das sind so fertige Kästen, wo du die Tiere dann reinsetzt. Das schauen wir uns gleich mal an. Es gab Offspring. Sowohl beim Panda als auch hier bei den Schildkrötenkarten. Du musst unbedingt noch irgendwas als Baumhaus bauen. Als Baumhaus? Fluxa. Was genau mal? Also, in einem Gehege ein Baumhaus? Quasi für die Tiere dann? Oder wie darf ich mir das vorstellen? So, die Schildkröten waren auch schon Schildkröten. Die... ja, Galapagos Giant Tortoise. Doch, die Schildkröten. Schildkröten? Die Teenage Mutant Ninja Turtles waren fleißig, was Offspring angeht. Ich glaube, ich kann keinen... wegschicken. Nein, Mann. Es wird immer voller und die sind einfach nicht alt genug, als dass man sie wegschicken kann. Okay, nee, sie haben aber genug. Sie bräuchten noch mehr Hard Shelter. Ich glaube, da werde ich jetzt noch zwei Dinge hinsetzen.
Genau, aber Flux, gerne mal kurz in den Chat hauen. Meinst du in einem Gehege im Baumhaus, wo die Tiere dann rumtingeln? Sollen die Leute in ein Baumhaus und von da aus auf irgendein Gehege schauen? Na, du packst alles, was du willst, auf ein. Ach so. Also Shops und Staff-Gebäude. Okay. Also du willst die Leute so richtig trollen. Ich kann mal gucken, wie ich das anstelle. Drop it. Einfach. Und hallo, Rettungs, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, mein Guter. Herzlich willkommen auch an dich. Hier an diesem Mittwochabend. Habitat. Bear den Shelter. Ja, das für die Schildkröten. Da haben sie bestimmt Bock drauf. Ist alles zu groß. Und hier so. Was ist das? 4x4, 4x4. Das ist alles zu groß. Es ist schwierig. Also, literally ein Baumhaus, ja. Ganz der Pfade, so wie Brücken bauen. Da bin ich. ja. Das kann ich irgendwie machen. Ich bin noch nicht ganz drin in dieser Materie. Lass mich kurz mal hier. Die Tiere, die ich schon habe, die muss es natürlich besser gehen. Deswegen kurz mal Shelter für die. So. Und hier einmal. So. Und dann geht es Ihnen hoffentlich, was Shelter angeht, gleich ein bisschen besser. Environment. Hard Shelter. 13%. Sag mal, wie viel wollt ihr denn? Ihr habt jetzt hier drei Häuser. Das halbe Gehege ist gefühlt voll damit. Was zur Hölle? Was zur. Okay. I tried my best. Ich muss halt diese Gehege irgendwann mal überarbeiten. Also wir sind halt schon, ne? Wir haben uns ja dann gesteigert. So ist nicht. Oh, warte mal, da wollte ich mal gucken, wie ist denn das jetzt, wenn es hier so regnet? Sammelt sich nicht an, ne? Nö. Und dementsprechend, also das muss irgendwann mal ausgebaut werden. So ist nicht. Aber. Ja. Nee. Geht so nicht. Geht so nicht. Die brauchen größere Gehege. Noch größere. Dann haben wir gerade das hier platziert. Oh, wir haben übrigens ein weibliches Lama gekauft, denn wir hatten nur Männchen. Ich habe mich schon gewundert, warum die noch kein Offspring hatten, während alle anderen schon fleißig, ne, Kinder bekommen. Ja, stellt sich raus, wir hatten zwei Männchen. Wir hatten zwei Männchen. Ich weiß nicht warum. Ich habe das nicht ganz richtig gesehen, glaube ich. Auf jeden Fall war sie dann direkt schwanger. Und jetzt geht's erstmal schwimmen und jetzt müsste sie auch ihr Kind demnächst bekommen. Offspring due April, Year 20. Wir sind im April, Year 20. Ja, wir können uns das Ganze ja mal kurz anschauen. So wie eben bei den Red Pandas, spawnt dann einfach daneben. Wunder der Natur, spawnt einfach. Ja, aber ich denke auch, alles andere hätte wenig Sinn gemacht. So nah eine Lama-Geburt mitkriegen wollen würde? Ich glaube ja nicht, ne? 1,5 Meter entfernt? Ja, dann müssen wir mal. Schauen wir mal. Na. Jetzt ist es vielleicht soweit. Ja, es regnet und die stehen hier mit den Ballons rum. Noch ein paar mit Schirm. Oh, das Kind übrigens. Tada! Es war einfach da. Run, Boy, run! Okay. Es ist cute. Es ist cute. Es geht erstmal schwimmen. Die gehen richtig gerne schwimmen, die Lamas. Die gehen richtig gerne schwimmen. Okay. Da gibt es noch mehr Kinder. Meine Güte, jetzt seid ihr aber fleißig. Spawnt einfach in Existenz. Ja, genau. Genauso ist es in der Natur auch. Okay. Was sagt die Research? Perfekt. Classic Theme, weiter ausgebaut worden. Jetzt gehen wir nämlich mal rein bei Facilities. Guest Facilities. Und wie wir sehen, Classic Zoo Entrance. Ach, das wollten wir. Goddammit. Genau, okay, pass auf. Das sind die Kisten, in die man dann die Schlangen
Und die Centipedes und die Käfer schmeißt. Spinnen holen wir uns nicht. Ich will keine Spinnen in diesem Zoo haben. Und ich meine, es ist not bad, aber ich finde hier so roten Backstein eigentlich schöner. Und den würden wir halt jetzt freischalten, wenn wir noch ein bisschen warten. Man muss noch ein bisschen gedulden mit dem Ganzen. Classic Theme, das kommt dann am Ende hier. Okay, aber was heißt ein bisschen gedulden? Ja, da er zieht durch mit der Research. Okay, never fucking mind, tut er nicht. Wir haben einfach von ewig nicht hingeguckt. In der Zeit werden wir uns mal Tiere ranholen, die wir da reinpacken. Ich will keine Spinnen. Ich will keine hässlichen Spinnen haben. Danger Noodles. Bin ich für zu haben. Ich glaube, ihr auch. Und, ach, aber diese Mistviecher. Der Cockroaches auch nicht. Wer will denn sowas sehen? Also ich nicht, bin ich ehrlich. Ich glaube, die nutzen ihre Balance als Advanced Regenschirme, wenn du den Luftschirm so nutzt, dass du Regenschatten hast. Genau. Genau das wird sein, mein Guter. Skorpione. Haben die kleine Echsen. Das ist eine. Hier sind die Fluxer. Wir hatten nur bei dem anderen nach dem Echsen, nach den Echsen geguckt. Die sind hier. Ja, geil. Okay. Warte mal. Habe ich Bock. Halt, stopp. Okay, Shopping Spree. Die kosten nur Geld. Wenn wir was haben, ist es Geld. Bin ich ehrlich. Wir haben über eine Viertelmillion. Wenn ich dran denke, wir hatten irgendwie im zweiten Stream, als wir so reingecashed haben, irgendwie so dreistellig. Also läuft. Der Zoo läuft. Die Tiere leben gut. Es läuft. Wir holen uns. Sure, wir holen uns einen Poison Frog. Gila Monster. Oh, warte mal. Wir refreshen mal die Liste. Sure, Alter. Her damit. Fertility. I don't care. Wir quer durch die Bank weg. Schwarzen Skorpion? Sure, Mann. Why not? Gelben Skorpion? I mean, yeah. Why not? Fertility. Der ist richtig gut drauf. Ich bitte dich, das ist ja, also Geld ist ja hier keine Frage. Okay, komm, wir werden das hier. Wird mal rausgecashed jetzt hier. So, davon möchte ich welche haben. Fuck Spiders. Boa Constrictor. Bitte ja. Pärchen. Luxor 2. Wird gemacht, mein Guter. Okay, Tausendfüßler auch ein bisschen nasty, habe ich keinen Bock drauf. Das ist auch. Frösche? Sure, why not? Kann ich die in den Teich packen? Wahrscheinlich nicht. Der wird mal geholt. Der wird geholt. Green Iguana. Ja, Mann. 1300. So. Poison Frog. Okay, der lebt nicht mehr so lange. Spinnen skippen wir. Red-Eyed Tree Frog. Okay, der lebt auch nicht mehr so lange. Fertility is low. Okay, wir nehmen das Weibchen hier. Yellow Anaconda. Sure, why not? Okay, haben wir mal Tiere gekauft und ich glaube, es hat uns so gut wie kein Geld gekostet. Why no Spider? Ich hasse Spinnen, ich will diese Mistviecher nicht haben. So, later, Ox. I think I Spider. Yes, you Spider, my friend. You Spider. Okay. Und jetzt nehmen wir erstmal. Weil wir so viele von den Dingern kaufen müssen und weil die hier wenigstens mit den anderen Gebäuden reinpassen. Jetzt nehmen wir hier. Okay, wir setzen das mal so auf die Ecke. Dann noch mehr Paths für die Leute. Ha! Sieht weird aus, ist es auch. Ich meine, ey, solange sie irgendwie sich hier zurechtfinden, wisst ihr, wie ich meine? Nee, warte mal, jetzt ist da. Halt, stopp! Okay, nee, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ich kann da keinen Platz drum bauen. Okay, stopp. Path, nochmal weg. Leute, so, du brauchst ein Vogelhaus. Gibt es Schweine? Ja, aber noch irgendwas. Es gibt. Ich glaube, ich würde sie irgendwo bei Schweinen, Gattung Schwein. Gucken wir es gleich an. Leute, so, du brauchst ein Vogelhaus. So eine Vogelvoliere war es, glaube ich. Ja, definitiv. Kann man bauen, habe ich Bock drauf, werde ich auch noch machen. Jetzt schneit's?
Wait. Fluxer und seine Familie. Ich hab keine Heater gebaut. nicht gut. Gar nicht gut. Okay, Heater. Du kriegst einen Heater und du kriegst einen Heater. Und ich nehme auch einfach 4. Weil, wie gesagt, wenn wir was haben, dann sind es Stonks. Auf welche Temperatur? 30 Grad. Sure, gib ihm. Affen? Affen. Oh, warte mal, jetzt. Affen gibt's auch. Affen, muss man gucken. So kleine, süße Äffchen, ja. Weiß ich nicht, wir müssen mal gucken, was es da alles gibt. Es gibt so coole Affen und dann so okay Affen. Die sind super cute. Kapuzineräffchen. Davon nehme ich den ganzen Bau. Orang-Utan, I don't know, das Gesicht. So einen würde ich auch nehmen, ja. Having too cute to use the facility. Welche Facility, Bruder? Die hier? Meinst du, die Keeper hat, von der ich da hinten noch eine gebaut habe? Just saying, die ist frei. Sag mal, bist du eigentlich vollkommen... Wieso steht ihr da an? Bist du bescheuert oder was? Was? Okay, nochmal. Also, ne, Chat. Keeper hat? Ebenfalls Keeper hat. Seid ihr einfach zu faul und wollt nicht die 3 Meter gehen oder was? Einer ist drin. Marcelino Strickland, guter Mann. Der macht's wenigstens. Hast du da was zuweisen? Ja, ich meine, also, okay, pass auf. Es gibt ja diese Workzones. Okay, das ist die Heatmap, die bringt uns gar nichts. Es gibt ja diese Workzones. Die sind hier. Und ich bin ehrlich, ich hatte noch nicht den Nerv. Das ist jetzt alles eins, ja. Also, es ist quasi, alle Zookeeper kümmern sich um alle Gehege und gehen in alle Zookeeper-Räume. Was scheinbar gerade für Probleme sorgt, wo ich gehofft habe, dass die nicht so dumm sind und sich anstellen. Sind sie scheinbar. Das bedeutet, ich muss mich am Wochenende mal hier ransetzen und erstmal, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, Stunde Micromanagement, einzelne Zonen machen. Wahrscheinlich irgendwie 2 Zonen, eine Zookeeper hat und 4 Zookeeper oder so ein Scheiß. Und das alles hier mal so ein bisschen besser managen. Habe ich noch nicht gemacht. Will ich euch auch im Stream nicht langweilen mit, weil das ist ja jetzt schon immer ein großes Sachen machen, damit der Zoo nicht in Flammen aufgeht. Und dann ist erst recht Party. Okay. So, wer ist jetzt hier noch in einer nicht idealen Temperatur? Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Ja, du schwimmst auch im Wasser, Mäuschen. Du schwimmst auch im Wasser, komm da mal raus. So, ich nehme dich einfach. Ist Teil des Spiels. Nee, das stimmt, das ist Teil des Spiels. Ich hatte halt gehofft, dass es von alleine sich regelt. Im Sinne von, du hast genug von allem. Und wenn das eine Haus voll ist, na, dann gehen sie halt zum anderen. Ist es leider nicht. Muss ich mich mit beschäftigen, will ich euch halt jetzt hier nicht antun. Das ist halt so. Rollercoaster Tycoon Multiplayer Mod. Suratox, mein Lieber, bei dir muss ich sowieso mal Multiplayer. Ich hab mir das Humble Monthly Bundle geholt, also dieses Subscription-Gedöns für diesen Monat. Und da war ein Spiel dabei, das hat der gute Suratox auf seiner Wunschliste. Und das hat Steam Remote Play und vielleicht kann man das zusammen mal zocken. Ja, weil du gerade Multiplayer sagst, fällt mir das gerade mal ein. Müssen wir nochmal in Ruhe drüber schreiben, mein Guter. Da müssen wir mal. Ne? Könnte man ja mal. Welches denn? Gute Frage. Ich habe die heute Morgen eingelöst. Ich weiß den Namen leider schon nicht mehr. So. Auf jeden Fall habe ich gesehen, der gute Stradox hat es in seiner Wunschliste. Und da dachte ich mir, Menschenskinder, na, da könntest du mal. Ja, seid ihr etwa nicht warm angezogen, Leute? Die eine hat sich gerade so geschüttelt. So. Und wenn wir das jetzt noch irgendwie verbinden könnten, dann können sie nämlich überall ran. Sieht noch aus wie Kraut und drüben, keine Panik, wird noch verbessert. Empty. Okay, wie machen wir das? Ist das schon... Da ist noch nichts drin. Den Pifa schon wieder about to mate. Ah, okay. Okay. Zoo. Nein. Animal Trading. Yes. Rewards. Animal Storage. Nein. Exhibit Trading. Storage. So, wir haben jede Menge Stuff. Und wir möchten das jetzt... So, wir machen hier mal einen Skorpion. Oh, nicer Stuff. Okay. Wir haben da einen Skorpion. Green Iguana. Nicer Stuff. Okay. Da ist hier noch eine. Noch ein Green Iguana. Okay, zeig mal her, ich will die mal sehen. Das sind sie ja schon. Never fucking mind. Kann ich dich...
Wait, wait, wait. Kann ich dich anschauen direkt? Oder mit Kamera? Okay, so kann man das machen. Das ist cool. Weil er natürlich gerade nur am Chillen ist. Kann ich irgendwie... Warte mal. Light Color. Oh. Ah. Ich erkenne gerade nicht viel, aber... Oh. Ah. Na doch, so ein bisschen erkennt man das, ne? Doch nicht. Exhibit Shell Color. Das ist das da oben. Na, das machen wir natürlich schwarz. Nee, Anthrazit. Building? Okay, wo ist der Skorpion? Der muss hier auch irgendwo rumtingeln. Aber wo? Orbit Camera. Ja, wo ist der denn? Ja, es ist natürlich bei so kleinen Tieren, ne? Schwierig. Wenn ihr ihn seht, laut in den Chat schreien. Keine Spinntiere, aber Spinntiere sind voll. Skorpione sind Badass. Nur sehe ich die gerade nicht. Den Skorpion sehe ich gerade nicht. Sehr gut. Not ideal. Why though? Temperature. Feuchtigkeit. Wait, das kann ich einstellen? Moment, halt, stopp. Halt, stopp. Was ist die 7? Das ist die 7. Climate. Ja, dann dreh mal hoch das Brett. Was braucht er? Weiß man nicht. Und zu feucht. Ja, pff, also ich meine. Wait, Layout? Man kann verschiedene Layouts frei. Oh boy. Okay. Hast du. Ja. Das ist wirklich wie. Hast du gesehen? Ich denke, vielleicht. Oh, da war er gerade. Was wo? Nee, doch nicht. Sorry. My bad. Humidity. Wait, das ist dem. Oh, der braucht mehr. I see. I see. Ja gut, das ist ein Giant Forest Scorpion. Das ist kein Wüstenskorpion. Na, bis wohin geht's? Oh, 72. Warte mal, Temperatur noch ein bisschen. So. Okay. Gut. Wie geht's dem Iguana schon am. Okay, nein, das ist Exhibit 5, I guess. Ja. So, wie geht's dir? Dir geht's auch scheiße. I see. Nee, Humidity ist schon okay. Aber die Temperatur. Okay, und dann muss ich Leute ansetzen. Mechanik. Ja, das sind viele rote Zeichen. Der lebt noch, der Lachs. Kriegen wir alles hin. Pass auf. Dich. Werde ich ansetzen. Auf. Wait, nee, ich muss die Wets ansetzen. Ja. Uncool. Egal, machen wir. Gönnen wir uns. Wir haben schon viele Krankheiten researched. Ist okay. Collect all. Sammle einfach ein. Dann werden wir researchen und dann können wir den hier das noch richtig schön einrichten. Love it, love it, love it. Okay, das ist nice, das ist nice. Und ich bin mal gespannt. Ich will nämlich mal gucken, dass wir dann auch den Preis anheben für den Zoo. Denn ich meine, ne? Wir haben dann was, 8 neue Arten von Tieren gefühlt. Ich habe ja einfach mal hart geshoppt. Da können sie dann mal hier jetzt nicht mehr hier so und so. Also weißt du, da können sie sich mal auch zusammenreißen, du. Da können sie mal, da können sie mal. Request Exhibit Animal. So, und zwar wollen wir da mal. Wir haben Skorpion und eine Iguana, das heißt, wir werden jetzt hier mal eine Danger Noodle reinpacken. Und das war die einzige Danger Noodle da. Und dann machen wir hier den Frosch. Ne, warte. Haben wir jetzt hier die Schlange reingepackt? Oh Gott, my bad. Okay, sie möchte es ein bisschen feuchter haben. Und Wärme auf jeden Fall. Boa Constrictor, wo ist die denn? Werden wir gleich sehen. Erstmal gucken, dass die Regler so geschaltet sind, dass es hier gut geht. Temperatur, ja, kommt, 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 kommt. Na. 23, 24, zu warm darf es auch nicht sein. 28 Grad. No Keepers assigned. Oh. Oh, richtig. Das muss ja jetzt auch mit in die Zone eingebaut werden. Ich darf das nicht unterschätzen, nur weil das so ein Block ist, den du da hinsetzt. Das ist nicht cool. Warte mal. Halt mal am Leben, Junge. Kümmere dich um die Tiere, Junge. Mach mal sauber. Die Gehege müssen bestimmt auch sauber gemacht werden. Sicherheit geht vor. Bitte ja. Der Sicherheitsmann muss auf jeden Fall da mal vorbeischauen. Mach mal ganz, ganz. So.
Jetzt haben wir's. Beste Zoomasche, ganz viele leere Gehege, du hast einfach nur Pech. Wahrscheinlich. Ja, wir haben 20 Tierarten, du kannst gerade nur 5 sehen, die anderen schlafen alle. Mach das eine eigene Zone, fang jetzt an auf zu. Sorry, Docs, du hast recht. Hast du recht? Ich weiß nicht, ob du recht hast. Ich mache mal eine neue Zone. Und die nenne ich, die Zone nenne ich. Nein, nein, na, warte mal, warte mal. Das sind 4 Gehege, genug für eine Person, das stimmt. Das nenne ich, wie nennen wir das? Kleintier. Oder X. Kleintier? Ich baue noch so ein Ding. Kleintier. Gehege. Terrarien? Stimmt, das sind alles Terrarien, ne? Aber Doppel-R, oder? Terrarien? Ja. Terraria. Ich nenne es jetzt Terrarien. Nee, das ist. Sadatox hat absolut recht. Das ist eigentlich eine gute Nummer. Und dann werde ich jetzt mal gucken. Ich werde jetzt neue Leute anstellen. Ich werde aber beide Terrarien in einer Zone haben. Ich werde jetzt neue Leute anstellen. Die sich exklusiv darum kümmern. Warte mal, Educator? Ha, okay. Später werde ich das dann natürlich alles noch ein bisschen, ne? Aber. Achso, jetzt kann ich die nicht anwählen, die müssen erstmal landen. Okay. Deine Workzone. Terrarien. Deine Workzone? Terrarien. So, ihr seid wirklich nur für die Terrarien zuständig. Ihr kriegt von mir auch zugewiesen diesen Staff Room, der mehr als genug Leute hausen kann. Moment, jetzt muss ich wieder auf die Workzone gehen. Die war hier. Workzone. Terrarien. Und wir nehmen mit rein diese Workzone. Und dann aber, ich weiß halt nicht, was das alles ist jetzt hier. Warte mal. Das Research Center könnte praktisch sein. Quarantänezone. Ja, Surgery, Workshop. Die müssen mit rein, falls was ist. Und dann haben wir das. Und das war ein sehr guter Punkt zu Datox, dass wir das in Angriff nehmen. So, jetzt geht's weiter. Jetzt schauen wir doch mal, wo die Boa Constrictor rumnudelt. Oder kommt die erst noch? Also, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Oder wird die erst noch geliefert, weil keine Leute assigned waren? Das kann natürlich sein. Aber der Iguana war doch auch schon da. Warte mal. Du hast keine Workzone? Doch, du hast eine Workzone. Tu mal nicht so. Mach mal jetzt nicht hier diesen. Da stehen sie schon. Genau, der war direkt da, der Iguana. Und hier müsste eigentlich ein Skorpion sein. Egal. Egal. Okay, Boa Constrictor, jetzt werden wir schauen. Exhibit. Den Frosch. Send to Zoo. Hier bitte einmal. Danke. Hat sich schon mal was bewegt? Nö. Gut, wie geht's ihm? Ihm geht es natürlich sehr bescheiden, weil das alles hier. So, wir machen mal 35 Grad. 80% reichen. Oh, 35 Grad könnte noch zu viel sein. War es denn vielleicht eher 30? Da müssen wir echt mal gucken. Nicht, dass die mich hier verarschen. Ja, du hast Tiere gekauft. Die sind doch alle da. Das ist alles schick. Und dann stehe ich da. So, Goliath Frog, na, wo bist du denn? 30 Grad ist genau perfekt. Bad Research kommt. Vielleicht brauchen die ein bisschen? Bad Work Zone does not include a habitat. Aber du bist doch.
Ach, brauchen die keinen? Aber du hast doch, aber das ist doch, aber du hast doch die Gehege hier mit drinne. Oder zählen die nicht? Aber die werden doch auch krank und so. Oder nee, werden sie nicht? Ha! Kannst du da mehrere? Ich kann mehrere reinsetzen, wenn ich von denen mehr habe. Okay, also der Wett war überflüssig an der Stelle. Warte mal kurz. Halt mal am Leben, Junge. So. Jetzt gehen wir nochmal hier rein. Haben wir mehrere Frösche? Ja, wir hatten noch einen Goliath Frog. Oh, hier. Ja, schmeiß mal den Frosch bei der Schlange rein. Der hat bestimmt Bock. So, wir gucken mal, ob ich den Poison Frog hier mit reinschmeißen kann. Nein, kann ich nicht. Natürlich nicht. Kann ich den bei. Nope. Geht alles nicht. Oh, ist da. Da ist er! Die Danger Nudel. Warte mal, warte mal, warte mal. Orbit. Ah, die Kamera ist auch nur so suboptimal. Aber ihr könnt sie sehen da unten. Ihr könnt sie sehen. Das ist, ja. Ich würde nur weiter ranzoomen, aber ich kann nicht weiter ranzoomen. Süß. Wenn das alles researched ist. Und da ist so ein Frosch. Da ist so ein Frosch. So im Dickicht. Ja, nicht Dickicht, aber ihr wisst schon. Im Gebüsch. Da ist der Lizard. Der schaut seine Beute an. Okay, den Skorpion. Den müssen wir jetzt aber auch noch finden, du. Hängt der da? Nee. Ich meine, wir werden noch mehr kaufen. Denke ich, glaube ich, mache ich, ja. Warte mal, nee, den Giant kann ich da nicht reinpacken. Auch nirgendwo. Na gut. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein Terrarium. Und wir werden jetzt hier vorne am Eingang das nächste bauen. Da haben die Leute nämlich gleich was zu gucken. Und jetzt haben wir hier so ein Medium. Hä, das sind jetzt. Ach so, oh, das ist aber schön. Nee, warte mal, doch, das will ich. Das, da habe ich Bock drauf. Und zwar machen wir das mal. Nee, nicht da drüben. Das ist ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt. Wir machen das mal so. Und da kann man dann vielleicht ein Tier von drei Seiten sehen. Das würde ich sogar noch besser finden, als so wie es jetzt ist. So, das einmal. So. Ah, das ist aber auch Pain, du. Ja. Guck mal, warum nicht gleich so? Oder so, das wäre mir sogar noch lieber, aber manchmal will er nicht hier. Anyway. Endlich mal was los im Leben. Endlich mal Action hier. So, und jetzt kommen Fluxus. Fluxus-Tiere werden hier. Zack. Oh, mega gut. Rinder, alle Rinder. Habe ich noch einen? Nee, ich habe nur die beiden. Das ist ja mega gut. Oh, das gefällt mir. Das ist cool. 10 out of 10. Climate. Es ist nicht warm genug und es ist zu feucht. Auf den Frosch bei der Schlange. Okay. Dazu generell. Ah, die Hexe wird's jetzt hier. Oh shit, das ist zu. Okay, in Temperatur. 40 Grad. Nee, was wollen sie denn haben? 35? Nee, 38? 37? Oh, 38. 38 Grad. Und noch ein bisschen feuchter. So. Okay, cool. Halt, stopp, Pause. So. Staff, Dings, Blub, Sülz, Terrarien. Edit Workzone. Das hier mit aufnehmen. Danke. Inbreed? Nein, 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 nein. Wir wollen kein Inbreeding. Storage Center. Erstmal weg hier. Also, das ist der eine Alert, auf den achte ich. Das ist immer, ne? Nee, 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 nee. Inbreeding ist ganz, ganz übel.
So, die Scaly Boys. Ich sehe da einen Scaly Boy, aber wo ist der zweite? Oh, das ist ein Scaly Girl. Das ist ein Scaly Boy. Fluxa, der zweite war das ja, ne? Fluxa 2. Wir wollen hier nur Spaß haben. Nee, Mann. Am Ende, weißt du, am Ende ist gerade der Inspekteur hier am Start und sagt, ah, das ist aber Inbreeding. Nein. Das ist aber, da gibt's gleich eine auf den Deckel. Das geht ja gar nicht. Okay, jetzt würde ich aber gerne mal wissen, wo ist denn hier der zweite? Ach da, in irgendeiner Höhle. Oh, guck mal. Süß. Okay. Keeper signed. Ja, komm. Schau mal vorbei. Schau dir mal an, wie cute er ist. Ja, genau. Denkt er nämlich auch. So, und jetzt. Warte. Zoo Overview. So, heben wir das mal an, um 2 Dollar. Gib mir die 21. Ach, ich kann es auch schreiben. So. 21 und 9. So, wir haben jetzt mehr Spezien drin. Das sollte passen. Iguana, Stufe 1. Wir lassen es mal noch laufen. Iguana und Skorpion. Ey, wenn ihr mir jetzt kommt mit Overpriced, I swear to God. Uncool. So, Mechanic Research. Der ist jetzt dran, Classic Theme voll zu machen, weil dann haben wir das nochmal in groß. Und die Backsteinoptik gefällt mir wirklich sehr. Ich wünschte, ich könnte den Eingang hier mal ein bisschen. Warte mal, kann ich das? Wir pausieren mal ganz kurz. Kann ich nicht. Scheiße. Okay. Warte mal, Construction. Facilities. Classic Zoo Research Center. Das ist ja voll süß. Das ist ja viel süßer. Das erinnert mich an den Zoo aus Die Pinguine von Madagaskar. Also die Sendung, die sie da selber hatten. Das ist viel schöner. Classic Zoo. Schaut euch doch mal diesen Zoo Entrance an. Der ist doch viel nicer. Ein richtiger, nicer Eingang. Ich setze mir den einfach hier daneben. Okay, sieht auch scheiße aus. God fucking damn it. Ich meine, es gibt einen Spawner, aber der ist scheiße teuer. Ah! Okay. Pillens Essen. Nee. Oder? Hier. Guck mal, wie süß das aussieht. Das ist viel mehr Flair. Oder? Jetzt mal ehrlich. Mehr Pommes. Okay, flug schon mal noch Pommes. Aber ganz kurz. Viel mehr Flair als dieses Wellblech-Scheißding. Easy fix. Conservation Education Board. Ja, Pommes, mein Guter. Wir haben hier Pommes. Und wir haben hier Snacks. Und wir haben hier Pommes. Also ich weiß nicht, willst du so viel Pommes haben? Ich meine, wenn wir dann in die Richtung expandieren. Oder hier. Ich meine, ich bin für Pommes immer zu haben, okay? Ich bin der Letzte, der sagt, warte mal, der kostet 150.000, der Hype. Oh. Da ist der Spawner wahrscheinlich mit drin. Ich bin der Letzte, der sagt keine Pommes, aber, ne? Man muss ja auch nicht übertreiben. Ich meine, ich habe heute 3 Pommes gekauft. Warum? Weil, ne? Nein. Wenn man einen Pommesstand nicht mehr sehen kann, muss der nicht so schön dastehen. Aber Fluxer, mein Guter, es geht doch um die Tiere. Denk doch mal einer an die Tiere. Die armen Tiere. Ich würde mal gucken, wenn wir halt hier noch ein großes Gehege, weißt du, dass man, wir haben da fressen und wir haben da fressen und dann in einem gesunden Abstand hätten wir hier fressen oder hier fressen oder ein bisschen, na du weißt schon, Monorail, ja nee, aber ja, Soletox gefällt, ja das finde ich ist auch cool geworden, das tiefgelegte Gehege. Fluxer und seine Familie. Der Junge ist ja fleißig, kann man nicht anders sagen. Scheiße, seine Frau ist schon doch etwas älter jetzt hier. Warte, wie viele Kinder hatten sie? 14! 12 Kinder hattet ihr. Okay. Cool. Ich überlege, ob wir jetzt seine Frau Fluxers in die Wildnis entlassen. Release Animal to Wild. Das noch die letzten Jahre ausleben kann in der Natur. Ja. Weiß ich nicht. Yay or nay, einfach mal ein Chat hauen. Müssen noch nicht schwanger werden, macht das schon einfach. Du meinst, wenn sie jetzt älter sind? Ja. Die finden auch Pommes.
Gibt bestimmt genug Tiere, die fressen doch die Pommes mit weg. So, wir machen wieder Go. Genau, Hautmann Chat. Sollen wir Fluxas Frau in die Wildnis entlassen? In ihren letzten Jahren nochmal. Ab in den Dschungel! Nee, Kinder kriegen. Eier versus Schwangerschaft. Achso, du meinst, wir können sie locker im Zoo behalten, weil sie wird nicht nochmal schwanger und produziert nicht nochmal nach und dann. Ja, okay. Ja, okay. Dann würde ich Fluxa aber trotzdem mal eine neue Frau holen. Testen mal. Die hießen Gila. Nee, wie hießen die? Nein, ja. Die Eidelappen. Nee, die haben 14 Kinder, weil keins an den Nippen sagt. Nee, naja. Ich meinte ja generell, dass Kinder da sind. Ich meinte jetzt aber was. Okay, ich meinte was anderes. Egal. Wir holen Fluxa jetzt noch eine neue Dame ins Haus, damit weiter Kinder kommen. Warte mal. Macht das Sinn? Albino? Weibliche Albino? Hätten wir ein paar Weibchen. Weil ich muss auch im Hinterkopf behalten, wir müssen die Kinder dann ja auch verkaufen für die Punkte. Denn wir brauchen richtig viele Punkte, um teure Tiere zu kaufen. Sehen wir hier, Albino-Weibchen, 1000 fucking, okay. Muss man sich eher so ein Albino-Dad ranholen. Sind die pricey? Okay. War bei dir im Chat, aber es ist nichts angekommen. Okay, dann war es wahrscheinlich jetzt hier so eine Lag-Geschichte. Okay, wir sortieren mal ein Weibchen. Genau, denn Fluxa muss weitermachen. Die wird keine Eier mehr kriegen. Dann lassen wir sie einfach im Zoo. Ganze. Ah, Albino. Ah, 33. Egal, kriegt Fluxa schon hin. 590. Das ist jetzt erstmal eine Investition, weil mit ihr werden wir dann bestimmt Albinos rauskriegen, die wir gut verticken können. Gut verkaufen können. Verticken klingt so böse. Gut verkaufen können. Genau, denn man muss ja schon dran denken, wir wollen uns ja teure Tiere holen. Bei denen wir locker 1000 von diesen Naturpunkten ausgeben pro Stück. Das bedeutet, man sollte keine Albinos züchten. Aber Sudeidogs, die geben die meisten Punkte. Gut, die jetzt nicht, weil von denen gibt es 1 Million, aber du weißt, was ich meine. Trade. Achso, die hat nicht mehr. Na doch. Das ist wie französische Bulldoggen. Ja, diese. Ja, Das ist natürlich uncool. Das ist natürlich uncool. Trade mal so. Eine Fehlbildung weiterführen. Ja, aber die geben Punkte. Ja, okay. Ich meine, ja, da sagt ihr natürlich was Wahres, aber jetzt game-wise macht es halt Sinn, die Albinos, weil die mehr Punkte bringen, zu züchten. Das ist halt dann leider so. Und wir brauchen die Punkte, damit wir uns Cheaters holen können, weil die werden uns 2000 Punkte kosten. Wir waren jetzt bei 1000 nach 4 Streams. Jetzt ein Spiel heraus und Albinos sehen cool aus. Ja, die sehen auch schon cool aus. Gut, das ist natürlich, ne? Das ist mit dem Gendefekt. Yeah. Mechanic ist complete. Okay. Das war jetzt Classic Theme. Nice. Okay, pass auf. Der hat jetzt nichts mehr zu tun. Wir werden ihn jetzt, wo werden wir ihn reinsetzen? Think. Power. Wir werden ihn bei Power reinsetzen. Da werden wir dann noch wieder Geld sparen an der Stelle irgendwann. Und jetzt gucken wir mal. Und jetzt haben wir hier noch so ein Classic Building, aber in größer. Das heißt, ich würde wahrscheinlich hier noch ein bisschen Natur und dann hier so ein zweites Exhibit bauen. Zack. Genau. Und dann, ihr Lieben, erstmal Wege setzen. So ist gut. Nee, das ist nicht gut. So ist gut. Ist aber auch eine Nummer mit den Dingern. Ihr seht es ja am Cursor. Da hinten spielt sich was ab, was mir gefällt. Das gefällt mir. Und hier ist jetzt auch was mir gefällt.
Incorrect Sex Ratio. Nein, Mann. Was? Nein. Halt, stopp. Wie? Was? Nein, God damn it. No, nein. Wait, what? No. Können wir nicht? Können wir bitte nicht? Okay. Wir schauen mal, was passiert. Ah, da ist auch Inbreeding. Halt, stopp. Was ist hier mit Inbreeding? Fluxer, ich glaube, ich muss ein paar deiner Kinder loswerden. Moment. Animal Storage. Da sind die hier am Inbreeden. Fluxer, du bist am... Also. Ah. Ja. Fluxer will hier Dinge tun. Nein. Mach sowas hier nicht, Alter. Mach sowas nicht. Ich habe dir extra ein neues Weibchen besorgt, ja? Und du, hinter meinem Rücken. Machst du hier so eine Scheiße? Meine Güte. Okay. Uncool. Ja, und ihr beiden Streithähne könnt ihr mal hier... Trade Center, so. Das ist nämlich... Das hier ist jetzt die neue... Ne, Fluxer, da kannst du ran. Ist das noch spielen oder kämpfen? Das sah schon... Ja, das sah schon nach Kämpfen aus. Green Iguana had Offspring. Nice. Das läuft ja bei denen hier. Animals. Young Adult. Wer von denen? Die sehen alle so groß aus. Oder ja? Hier. Sie ist neu. Süß. Oh, warte mal. Apropos, können wir mal den Skorpion jetzt sehen? Ich würde schon gerne den Skorpion sehen. Sag mal, der kann sich doch nicht permanent verstecken. Wo hängt der am Baum? Der ist bestimmt so klein, dass der in irgendeinem... Warte mal. Dass der in irgendeinem Baum festklippt hier. So. Layout. So, wir können hier Dinge nämlich wieder... Wir können Dinge hinzufügen. Okay, da sehen wir gar nichts mehr. Close Window 1. Ach, wir können die untereinander... Aha. Wir können die untereinander schließen. Layout ist nur das eine. Wir brauchen mehr Skorpione. Wir brauchen mehr Skorpione, ich sag's wie es ist. Wir gucken mal jetzt hier wegen dem Layout. Ich meine, es macht es erstmal nur voller, aber wenn es den Tieren damit besser geht, sure, why not? Layout noch nicht researched. Und hier Boa Constrictor? Layout auch noch nicht researched. Ist die überhaupt? Ach, da hinten. Oh. Schlangen sind schon cool, muss ich sagen. Schlangen sind echt cool. So, Vet Research. Da sind wir aber dran. Nee, warte mal, das ist nochmal der Iguana. Und das ist nochmal der Skorpion. Mach doch mal bitte die Boa Constrictor und du bitte Gila Monster. So, und wenn du das zweite Level... Nee, ich schaff's noch das zweite Level. Wir wollen bei allen erstmal ein Level haben, damit es ihnen... Warte mal, der ist jetzt dran. Damit es ihnen auf jeden Fall besser geht. Dass wir das erstmal anheben auf ein Level, wo man sagen kann, das ist gut so, das ist schick, ist das. So, da sind die beiden. Hier, Fluxer, mein Guter, ich weiß nicht, ob du die vorhin gesehen hattest. Aber Fluxer 2 haben wir schon. So, Fluxer der Zweite. Ich hoffe, der ist so fleißig wie der Erste. Und dass sie hier ein paar... Babys dann bekommen. So, und jetzt können wir erstmal weiter Tiere verteilen, denn wir haben ja immer noch... Denn wir haben ja immer noch Dinge hier zum Verteilen. Wait, haben wir noch eine Boa Constrictor? Wir doch zwei? Warte. So. Not ideal. Wait. Ja, Temperatur, Climate wird geregelt. Es darf ein bisschen feuchter sein und auf jeden Fall wärmer. Sind das 25 Grad? 25 Grad. Und 63%. Due to incorrect... Was ist denn bei euch jetzt hier los, Mensch? Ist ein neues Weibchen drin und es ist sofort... Die machen es sofort kaputt, oder wie? Hier schon wieder, ja. Ah, das eine Weibchen kämpft hiermit. Okay. Scheibenkleister.
Scheibenkleister. Okay, dann, Center Enemy Storage. Werden wir sie jetzt doch mal verkaufen. Also für diese Punkte traden. So, Trade. Noch ein bisschen mehr. Hier auch mal. Ah, nee. Trade. Wir brauchen, wie gesagt, die Punkte. Ich setze es mal ein bisschen höher an den Trade Price. Wenn sie nach einem Mal noch da sind, dann müssen wir halt gucken. Und es dann halt so machen, wie es vorgegeben ist. So. Ansonsten Trade Center, was haben wir hier? Hier ist auch ein Trade. Ja, komm, hau raus. Dann ist das schon mal getan. Guest Numbers have at least 1000. Oh, 1200 Gäste. Mit einem Mal im Zoo. Hat uns. Ja. Oh, und beschweren sie sich eigentlich über die Preise? Nee, ne? Bisher? Nee. $21 und 9 Dollar. Keiner beschwert sich. Cool. So, wir machen hier ein Tier. Und dann machen wir hier noch eine Anaconda. Da haben wir noch einen Skorpion. Da haben wir sogar zwei Skorpione. So. Jetzt hier natürlich erstmal direkt das Klima anpassen. 25 Grad, ein bisschen feuchter. Machen wir mal noch 2%. So. Hier das gleiche Spiel, wahrscheinlich so 25 Grad. Trockener. Stimmt, Wüstenskorpion. Ja, ich bin dabei. Wir pausieren mal kurz, das ist ja schon wieder hier. So, hier machen wir einfach 23 Grad, das wird passen. Und Feuchtigkeit von 85%. Dann müssen wir das natürlich wieder in die Zone packen, das ist klar. Die neu angelegte Zone. Work Zone. Terrarien. Zack. Und dann haben wir das. So, und jetzt gucken wir mal hier, dass es unserer Schlange auch gut geht. 23 Grad. Na los. Nee, 23 ist zu kalt. 25. 26 und 85% ist genau richtig. So, und jetzt will ich mir Skorpione. Da ist ein Skorpion. Jetzt will ich nämlich auch mal Skorpione sehen hier, Mensch. Kann ich hier nur in den Boden zoomen? Nee. Man kann es erkennen. Ist halt sehr klein, ja. Ah, Freelock, so kann man noch ein bisschen ranzoomen. Das ist cool. Das ist wirklich richtig cool. Schade, dass wir das nicht früher gemacht haben. So, was haben wir hier? Sind wir schon drüber weggeflogen, oder? Ja, da. Doch sehr klein, ja. Okay. Jetzt gucken wir mal, was haben wir noch? Wir haben jetzt hier noch so eine, die können wir hier mit reinpacken. Dann haben wir... da. Poison Frogs, die können wir hier nur so reinmachen, ne? Das wäre auch zu wild gewesen. Okay, den noch mit hier rein. Und jetzt die Frage, kann man den gelben mit hier reinpacken? Nee, kann man nicht. Das ist schade. Das ist sehr, sehr schade. Hier auch nirgends, ne? Okay. Dann müssen wir für den nochmal ein kleines Gehege da zusammenbauen. Zusammenbauen lassen sind ja vorgefertigt. So, Vet Research complete. Giant Forest Scorpion. Okay, jetzt können wir die auch alle mal so ein bisschen umverteilen. So, warte mal, das ist... Warte mal, du machst jetzt noch den Skorpion. Das wollen wir aber nicht. Ich möchte, dass du den hier machst. Hier haben wir drei Gifts. Ah nee, das war noch... Ach, das stand noch aus. Entschuldigt, das stand noch aus. Was ist jetzt hier? Ach so. Ja, natürlich. Machen wir. Climate. Besonders feucht. Auch so 85% wahrscheinlich. Temperatur anheben. 27 Grad. Ja, das ist gut so. Und dann sehen wir die Frösche direkt. Der klebt eine Scheibe. Coole Nummer. Oh, die sind so winzig. Ja, Layout ist natürlich was. Ja, kommt noch. Kommt alles noch.
Solange das erstmal okay ist. Wir können ja auch mal. Ach so, Window Mode. Not bad. Wir können ja mal runterlassen. Ich weiß nämlich nicht, ob das irgendwas ändert, aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht so cool ist, wenn Window 1 und Window 4. Obwohl Window 1. Da. Ich glaube, die Tiere interessiert es nicht, aber ich würde hier die Trennung von so Wüste und sag schon, Dschungel so ein bisschen haben wollen. Das ist voll okay. Oh, müssen wir hier noch eine Infotafel einstellen? Ja, müssen wir. Oh boy. muss natürlich auch sein. Sonst heißt es wieder, der kümmert sich nicht. Ich lerne hier ja gar nichts in dem Zoo. Ja. Wie, schon wieder Inbreeding? Meine Fresse, Alter. Fluxer lässt aber auch hier nichts anbrennen, der Gute. War doch Fluxer, oder? Nee, war es nicht. Tarek war es. Vielleicht müssen wir mal die ganzen Weibchen rausnehmen. Bei einem gibt es Probleme. Offspring. Ach, die ist nochmal. Die kriegt. Okay, ja. Die kriegt nochmal Kinder. Relocating. Ja, dann mach mal. Okay, dann würde ich aber jetzt trotzdem sagen, wir nehmen die ganzen anderen Weibchen raus. Dann wird Fluxer mit dem Albino-Tier nochmal, mit dem Albino-Weibchen. Oder einer seiner Söhne. Das ist mir auch, ehrlich gesagt. Egal. Nee, ist es nicht. Fluxer macht das. Fluxer macht das. Wir lassen hier. Nee. Die Zuschauer in Form von Tieren. Das ist. Ihr werdet hier schon mit einbezogen. Roshan. Den auch mal wegschicken. Den könnten wir dann. Ja, Mann. Der Todfan schaut dich die ganze Zeit an. Haben wir jetzt noch ein bisschen. Das stimmt allerdings. Haben wir noch ein bisschen, weil wir ja da von Schlangen und Fröschen, ne? Denke mal, das macht nichts. Und ich besuche mich selber. Kann ich eigentlich immer im Park rumtingeln? Das wäre eigentlich voll nice. Toilet. Nicht so viel Toilets, oder was? Na gut. So, also Preise laufen. Wir haben schon wieder. Permanent ist hier. Stuff am. Okay, warte mal. Jetzt gehen wir mal zu denen hier zurück. Ja. So. Layout. Ah ne, das hatten wir schon. Layout 2 haben wir noch nicht fertig. Nee, stimmt, das haben wir unterbrochen. Hier müssten wir jetzt aber mal ein Layout haben, oder? Langsam. Woodboar Constrictor brauchen wir ein bisschen. Hier haben wir ein Layout. So. Wait, einer reicht? Okay, dann. Dass es nicht so voll ist? Nee, finde ich gut. Finde ich gut. So, die Boa Constrictor. Da unten ist eine, wo ist die andere? Wir hatten eigentlich zwei. Eigentlich. Ach nee, da ist er. Da ist er. Und direkt für die Boa Constrictor neue Sachen. Okay, sauber. So, was haben wir denn hier? Tropical Plant. Die ist vielleicht ein bisschen zu viel. Die machen wir noch. Gefällt mir, gefällt mir. So, für die Frösche haben wir hier. Den einen. Oh, noch einen. Okay, das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Thirst. Also Hunger haben sie nicht. Thirst ist ein bisschen. Und Education. Okay, warte mal. Jetzt will ich mal gucken, du. Mechanic Research wird gerade nicht betrieben. Ich dachte, ich hätte den hier auf die Power gesetzt. Ach, ist schon komplett und ich habe es nicht mitbekommen. Da. Okay. So, der Dachs mal guter. Du möchtest, dass wir. Solar Panels. Wait, wo ist das hin? Wait a minute. Na gut. Aber brauche ich jetzt eigentlich nicht. Ich bin ja abgedeckt, ne? Keine Kosten.
Nö, ist alles gut. Passt. Soledags möchte noch Katzen haben, das machen wir sofort. Wir sind ja schon wieder am Ende, meine Güte. Die Zeit rennt gefühlt nicht so auch immer. Okay. Nee, dann würde ich sagen, machen wir. Kaufen wir noch a Cleanliness at Risk. Na dann, Call Keeper. So. Ach, das sind aber schon wieder so viele, ne? Ja. Das sind schon wieder zu viele Tiere hier. Und da sehe ich schon wieder Krankheiten. Alter, diese Vögel, die schmeiß ich wirklich. So, weg damit. Einmal bitte in die Quarantäne. Und dann haben wir jetzt schon wieder. So, Trade Center. Diseased Animal Discovered. Oh, jetzt geht's ja los. Achso, da war das nur das. Ich hoffe, das war nur das. Warte mal, wir werden jetzt mal mehrere anwählen. Was ist denn das hier? Ach, ich bin doch doof. Wir werden mal jetzt mehrere Tiere anwählen. Wir behalten uns Albino-Männchen, Albino-Weibchen. Der Rest kommt raus. Der Rest, den man zumindest, so. Genau. Du kommst in die Quarantäne. Ist schon soweit, perfekt. Und dann werden wir die anderen jetzt mal Animal Trading. Gucken, dass wir sie versteigern. Trade, wir lassen es einfach bei dem Preis. Ja, denn wir brauchen, wie gesagt, diese Ressource. Was sind das? Conservation Credits. Um die 2000. Um die 2000. Species. Sortieren wir mal so. Ist ja echt nicht viel. Also da kann sich ja keiner beschweren, du. So. Okay. Und dann haben wir das. Achievement wird gerade irgendwie. A Queuing. Ja, ich weiß, dass ihr noch am Queuen seid. Zone muss alles eingerichtet werden. Jetzt ist hier schon wieder ein Breeding angesagt. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Nee. Nee, gibt's nicht. Kein Freund von. Lassen wir. Wir gucken mal, wie es denn hier aussieht eigentlich. Oh, wir haben einige. Wir haben es. Okay. Warte mal. Chongan? Parents? Children? Unknown Mother. Ich muss jetzt also eigentlich das Männchen loswerden, das hier mit dem Tier verwandt ist, was noch. Nee, er hat nur Männchen. Als. Warte mal, Parents? Siblings. Du wolltest Dinge tun. Nein. Ab ins Trade Center. So, jetzt holen wir die Gute zurück. Und dich werden wir dann mal tauschen. So, 200. Gute Anzahl von Punkten. Ich nehme mal an, beim nächsten Mal, wenn ich reingucke, sind hier bestimmt alle verkauft worden. Deswegen lassen wir das jetzt so. Lemuren. Wir haben jetzt nicht wirklich ein Gehege gebaut. Nein, man ist going to have offspring. Aber wer ist Vater? Parent ist Fluxa. Siblings, Children. Oh, bitte sagt mir nicht, dass ihr. Okay, es war rot. Aber warte mal, dann waren das doch Geschwister, die. Machen so, ich glaube, nur ein echtes, ein männliches und alle Kinder, wo Probleme entstehen können, raus. Ich glaube fast auch. Ich glaube, das ist die. Aber. Ich meine, das ist ja. Das geht ja in beide Richtungen, die Problematik. Ich meine, Fluxa, der seine Töchter. Ne? Und dann. Seine. Söhne, die dann die Töchter, es ist alles irgendwie problematisch. Die können sich halt echt nicht zügeln. Das ist doch, also, meine Fresse. Okay. So, jetzt will ich nochmal nach dem Skorpion gucken. Vielleicht kaufe ich einfach noch drei neue.
So, schwarze Skorpione, bitte, bitte. Nee, keine Spinne. Da. Ja. Senjusu. Und jetzt möchte ich noch zum Abschluss des Spiels einen Skorpion mal hier bitte sehen. Das kann ja irgendwie nicht sein. Ist der denn? Da hinten irgendwo. Da ist er. Okay, warte mal. Was, lass mich, lass mich ranzoomen? Okay. Na? Da hängt der Gute. Aha. Die sehen eine andere Form von GTA ein und dann reicht dann. Erst einmal das. Ja, es ist leider so. Und das ist. Also. Die sind da auch hinterher, du. Aber ja, Skorpion. Haben wir da auch mal gesehen. So. Und dann würde ich doch sagen, müssen wir echt mal für mehr Licht sorgen. Hier in dem Tierpark. Und für mehr Überwachungskamera und für mehr Security und für so einiges und Micromanagement. Aber alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Das ist so einmal die Woche. Ich meine, wir können es auch mal aussetzen. Das ist so ein Spiel, da habe ich habe richtig Bock. Euch scheint es auch Spaß zu machen. Kann man eine Weile echt zocken. Und wenn halt immer neue Tiere kommen, auch gut. Ne? Auch gut. Wir haben zwar kein Gehege gebaut, aber wir haben jede Menge neue Tiere durch diese ganzen Exhibits. Und dann würde ich sagen, Save and Quit Planet Zoo an dieser Stelle. Und dann bedanke ich mich schon mal recht herzlich. Und wir schalten kurz um und schauen uns ein paar Katzen an. Größenrisches. Es ist halt wirklich so. Bei den Fröschen, die klebten zum Glück an der Scheibe, konnte man gut sehen. Könntest du auch ohne Probleme mal zwischenzeitlich offline spielen? Ja, das werde ich halt dann machen für das Management dann am Wochenende wahrscheinlich mal. Sollten wir mal auf Discord abstimmen. Offline Planet Zoo, damit man dann so fertige Gehege zeigt. Ja. Also ich mache das. Das Management will ich auf jeden Fall off-stream machen. So Gehege bauen schon mit euch. Auch die Tiere, die man sich so anschaut. Dass man dann entscheidet, vielleicht, was der Chat will, so an Tieren. Wir gucken mal, wir gucken mal. Aber Abstimmung, gutes Wort. Ich werde auch am Wochenende die Abstimmung machen. Was denn jetzt so nächste Woche oder die nächsten Wochen gespielt werden soll, so als Main Series Game wieder, ne? Zweimal die Woche. Bis dann Forza Horizon 5 rauskommt, das wäre dann so mein Go-To mit zweimal die Woche zocken. Sowas. Da sehe ich uns doch schon am Rennen, um die Wette fahren. Um die Wette Rennen fahren. Könntest du auch on-stream abstimmen, welche Tiere rein sollen. Deine Abstimmung am Anfang mal machen. Mehr abstimmen. Das wird gut, glaube ich auch. Ich muss mal gucken. Ich kann mich noch nicht entscheiden, ob ich mit Lenkrad spiele oder mit Controller. Ich vermute fast mit Controller, damit man halt abräumt, Geld sammelt, Punkte sammelt und sich schöne Autos kauft. Denn es macht mit Lenkrad Spaß, keine Frage. Aber es ist doch knackiger, als mit Controller zu spielen. So, genau. Wochenende Abstimmung, was wir dann nächste Woche spielen. Ich habe halt Bock auf Fallout, Backseat Gaming. Muss mal gucken, wie viele dafür sind. Ansonsten würde ich das, ich glaube, Blue Fire hieß es, oder Blue Flame. Blue Fire, das würde ich auch noch mit zur Abstimmung stellen. Stellen, setzen, aufstellen, zur Abstimmung aufstellen. Und Spiele, die ich geholt hatte. Slay Dogs, mein Guter. Ach, der Download läuft nebenbei. Gab es irgendwelche Lags? Oder war das nur jetzt, während das Spiel. Moment, lag das? Frage an euch, lag das? Gefühlt nicht. Hier, Slay Dogs 4 Triumph, das war das, was du auf deiner Wunschliste hast. Und da habe ich gesehen, Remote Play Together könnte man machen. A Strategy Game combining Turn-Based Combat of XCOM with the World Exploration of HOMM. Keine Ahnung, was das ist, aber ne? Und da könnte man wahrscheinlich mal so ein bisschen, ne, mal anzocken, mal gucken, wie es ist. Könnte man mal machen. Wenn du Bock hast. Muss nicht. Habe ich nur gesehen, dachte ich mir. Ja, wäre eine Möglichkeit. Hab gehört, das Lenkrad in den Vorgängen nicht so gut gewesen sein soll, aber bei 5 haben die wohl mehr dran gefällt. Hab nicht gemerkt. Aber lass uns überraschen. Lass uns überraschen. Ich hole jetzt mal eine Katze. Eine Katze, zwei Katzen, drei Katzen. Zwei Katzen. Je nachdem, welche gerade Bock hat. Einen Moment bitte. So, Kamera schon umschalten. Gleich wieder.
So, den guten Sammy schaue ich nach und sage, komm. Und der kommt. Ja, mein Lieber. Hi. Komm jetzt hier. Setz mal hoch. Komm hier. Fein, fein, machst du das immer. So. Bisschen da runter. Und weiter runter. So. Könnte ja was geben, ne? Stimmt. Aber kauen bitte. Ja, fein. Immer schön kauen. Ja, der nährt die doofe Angewohnheit zu schlingen. Ich weiß nicht warum. Es gibt genug hier zu essen. Das ist dann, da muss ich doch manchmal übergeben. Heute Morgen zum Beispiel, musste ich was wegwischen. Da hat er die Nacht, die Trockensnacks, die sie kriegen, die ungefähr so groß sind wie die Snacks hier, ey. Wie die Snacks hier, hat er komplett verschlungen. So 10 Stück bestimmt. Und die lagen dann so schön in einer Reihe. Ey, Junge, kau doch mal. Schling doch nicht 10 von den komischen Teilen einfach runter. Naja. Ist zum Glück nicht mehr so oft, wie es mal war, ne? Gefühlt lernst du dazu und dann geht's eine Weile und dann hast du es schon wieder verdrängt. Ja. So, Mini, möchtest du auch was? Okay, sie steht not amused auf dem Tisch, auf dem Couchtisch. Und Sammy möchte noch mehr, steckt die Nase. Ja, komm mal her. So, warte mal, wir nehmen dich mal runter, mein Süßer. Hattest schon. Dann kommt jetzt noch mal Mini, hallo. Mini. Ja, gut, okay. Mini hat keinen Bock. Mini ist kamerascheu. Kriegt Sammy noch. Dann rechts aber auch. Finger. Nimm mein Süßer? Ja. Genau, dann rechts auch. Mini. Ja, du musst. Komm mal her. Die steht nur da und ist nicht so. Ja. Aber hallo, sag Mini. Ich weiß, hast du immer nicht so Bock. Also gut, manchmal mehr, manchmal weniger. Alles gut. Dir tut hier keiner weh. Komm hier, es gibt sogar was. Es gibt sogar was dafür. Du alter Kuschelbesen, du. Ja, Mini war auch ganz süß die Nacht. Die hat die ganze Zeit bei Alefina am Kopf geschlafen. Und hat quasi mit ihr geschnuffelt. Ja, du bist so ein liebes Tier. Du hast ja schon wieder Fluff. Ohne Ende, den man vielleicht mal ein bisschen schneiden müsste. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, das waren die Katzen, ihr Lieben. So, nee, packen wir jetzt weg. Ja, du hast genug. Du musst gar nicht so gucken. Du hattest genug. Genau, würde ich sagen, waren das die Katzen für heute, für den heutigen Stream. Auf dem Kopf? Nee, an den Kopf gelegt. Gelehnt. Jetzt oben dran bei ihr. Sons of Minerva! Es sind schon coole Songs wieder dabei, muss ich sagen. Lieb zu allen, außer Sammy. Nee, zu Sammy ist sie auch relativ lieb. Er ist halt so ein Arsch zu ihr. Muss man sagen, die meiste Zeit über. Greift er sie an und jagt sie und scheucht sie durch die Wohnung und es gefällt der armen Minimaus nicht. Guck mal, wie lieb die ist. Sie brummt erst. Okay, du hast keinen Bock. Ist okay. Ja. Naja. So sind sie halt. Ne? Aber mehr gibt's nicht. Muss nicht so gucken.
Okay. Ja, das war's von mir für heute. Ich bedanke mich recht herzlich. Wenn ihr Bock habt, schaltet morgen sehr gerne wieder ein. Die Kamera. So. Schaltet sehr gerne morgen wieder ein. Da spielen wir eine Runde Pixelbits. Sprich, wir spielen eine Menge. Also, wir spielen Pixelbits. Gibt eine Menge zu tun. Wir können ja mal kurze Preview in die Auswahl, bei der vielleicht noch mehr reingelegt wird, weil ich jetzt ja Spiele gekauft hatte noch. Pixelbits. Past Pixelbits Game? Das nicht. Pixelbits, genau. Das mal kurz gesehen habe, wenn ich auch draufschalte. Ganz schlau von mir. Da wird noch das eine oder andere zukommen. Und dann. Jetzt ist die Kamera. Achso, die ist ein bisschen kleiner, wenn ich die anschaue. So. Und dann, genau, schauen wir morgen mal. Machen wir wieder so, dass wir abstimmen. Wenn ihr am Chat seid, sagt er, yo, das sieht cool aus, hau mal rein. Zeigt mal her. Und ich überlege gerade, sind mehr Multiplayer-Games? Nee, ist alles Singleplayer, glaube ich. Obwohl, World Wrestling ist sogar Multiplayer. Das heißt, da könnte man sich sogar überlegen. Remote Play Together. Spontane Runde Auto fahren. Theoretisch. Aber das gucken wir morgen. Das schauen wir uns morgen zusammen an. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr so fleißig zugeschaut habt. Hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe, ihr schaltet morgen wie gesagt wieder ein. Und ansonsten gibt es Sonntag natürlich den nächsten Stream, wenn euch Pixelbits nicht so ist. Mit Guild Wars. Guild Wars 2 Multiplayer World vs. World Event. Wird auch eine lustige Nummer, glaube ich. Wir bereiten uns ein bisschen am Wochenende vor. Wenn Zeit ist. Oh, Wochenende ist ganz schön vollgepackt. Oh boy. Am Wochenende sind doch Wahlen, ne? Nur um das nochmal. Sonntag. Wählen gehen. Wichtig. Wollte ich noch was sagen? Nö. War eigentlich alles. Gut. Das war's. Wie gesagt, morgen, Sonntag, die nächsten Streams und ja, sehen wir uns, hören wir uns. Bis dahin, haut da rein. Ciao, ciao.